So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 18. Sitzung des Ausschusses Kultur und Medien mit drei Tagesordnungspunkten. Zunächst erst noch mal kurz die Information, dass die Sitzung öffentlich ist und live übertragen wird und danach in der Mediathek des Bundestages abrufbar ist. Die Abgeordneten und Sachverständige haben die Möglichkeit, im Saal zu sein, in unserem kleinen, schnuckligen Ausschusssaal für Kultur und Medien. Oder aber digital zugeschaltet zu sein. Herr Foster, wir sehen Sie sehr gut digital schon. Ich weiß gar nicht, wer ist vom Ausschuss? Ist vom Ausschuss noch jemand zugeschaltet, Frau Beek? Moment nicht. Das sind alle hier. Das ist sehr schön. Gut, vielen Dank. Die Sitzung besteht aus drei Teilen. Als erstes gibt es den Tagesordnungspunkt ohne Debatte zu erledigen. Der wird sehr schnell gehen. Dann schließt sich ein Fachgespräch zur Kultur- und Kreativwirtschaft an und dann das zweite Fachgespräch zu den praktischen Erfahrungen mit dem Kulturgutschutzgesetz. 16.30 Uhr wird heute pünktlich Schluss sein. Ich sage das noch mal in die Richtung meiner werten Kolleginnen und Kollegen. Bei mir besteht heute nicht die Möglichkeit, 10 Minuten zu überziehen. Und das scheint nicht nur bei mir so zu sein, sondern bei anderen auch. Wir müssen das also in den 2,5 Stunden schaffen. Aber das können wir ja auch. Und dann rufe ich auf den ersten Tagesordnungspunkt 3. Das ist ohne Aussprache der Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Neuausrichtung der deutschen Politik im Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika, strategischer Ansatz auf Augenhöhe mit der Bundestagsdrucksache 20-2556. Hier muss eine Abstimmung erfolgen. Wer diesem Antrag die Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei der CDU-CSU, Ablehnung bei FDP, Die Linke, SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Enthaltungen bei der AfD, damit abgelehnt. Vielen Dank, dass das so schnell und ohne Aussprache möglich war, damit genug Zeit für die Fachgespräche bleibt. Das erste Fachgespräch, Lage der Kultur- und Kreativwirtschaft. Herzlich willkommen, Herr Staatssekretär, Sie bekommen auch sofort das Wort. Ich will bloß erst die anderen noch begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie ernannt zusätzlich auch noch sind für den Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft und freuen uns, in dem Ausschuss das Thema hier auch sehr intensiv mit Ihnen besprechen und begleiten zu können. Dann ist für das Ministerium noch Herr Fischer da und für die Beauftragte für Kultur und Medien Herr Püschel. Herzlich willkommen an die beiden Herren auch. Als Gäste haben wir Herrn Kilian Forster, der online da ist. Können Sie mal ganz kurz was sagen, damit wir wissen, ob Sie uns hören und wir Sie hören? Machen Sie kurz mal an, damit wir Sie hören. Genau. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen aus Dresden. Wunderbar, das reicht für jetzt. Dann Herr Herr Friese und Herr Ferdenhalven und Frau Dr. Wiemann, herzlich willkommen im Ausschuss für Kultur und Medien. Und jetzt haben Sie sofort das Wort für den Einstieg, Herr Staatssekretär. 5 Minuten, das läuft mit. Es geht hier also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Vorsitzende. Ich merke schon, ich war ja schon das zweite Mal hier, das geht hier streng und strikt zu. Zeitmanagement wird genau darauf geachtet, finde ich gut. Freue mich, hier heute zu sein. Das hat ja auch einen Anlass und einen Grund. Ich freue mich sehr über, wir haben es gerade gesagt, Ernennung, Benennung, also zur Ernennung zum Beauftragten, also als Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Das macht, glaube ich, auch sehr viel Sinn, weil ich ja, wie Sie wissen, vielleicht wissen, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium bin, dafür auch Mittelstandsbeauftragte. Wir haben es ja insgesamt mit einer sehr mittelständisch geprägten Branche zu tun. Das heißt, es hat ja auch in der Vergangenheit da einen engen Austausch mit dem Haus gegeben. Es hat auch einen engen Austausch immer mit dem BKM gegeben. Und ich will auch noch mal ausdrücklich sagen, dass ich das sehr gut finde, dass wir eine Konstruktion, eine Lösung gefunden haben, dass auch Herr Görken, den Sie ja hier wahrscheinlich auch alle gut kennen, als Stellvertreter fungiert, sodass wir das, was wir erreichen wollen, dass wir, das macht ja auch den Charme in diesem Bereich aus, dass es eben Wirtschaft und Kultur ist, eben beides, dass wir das auch sozusagen in der institutionellen Logik so miteinander verschränken, dass man einen Mehrwert hat und
Ich habe mir sagen lassen aus der Vergangenheit, es gab auch, gibt ja manchmal sozusagen sehr starke Hausidentitäten, die da manchen Sachen auch entgegenstellen. Da habe ich ja überhaupt nicht den Eindruck, sondern ich habe den Eindruck, das ist von meiner Seite, es ist von Seiten der Kulturstaatsministerin, von Herrn Görken, auch auf der Abteilungs- und Referatsleitungsebene gewünscht, einen engen Austausch, um eben auch die Perspektiven jeweils gemeinsam zu vertreten. Ich glaube, das ist gut und ich glaube, das ist richtig, weil wir natürlich sehen, wir haben das ja schon, wir haben natürlich eine Situation, wo wir über Corona natürlich eine wahnsinnige Belastung hatten und ehrlicherweise in dem Bereich noch an manchen Stellen noch haben. Und wir gucken, glaube ich, alle auf den Herbst und Winter, wie es weitergeht. Wir sehen ja, und das ist dann wiederum dann, was wir an die ganze Frage von Energiepreisen. Ich will jetzt hier keinen Wirtschaftsvortrag halten, aber wir wissen alle, dass die Theater oder die Kinos, ja, der übergrößte Teil dieser Gebäude wird mit Gas geheizt. Ja. Also alleine diese Frage von Energiekosten, die uns natürlich gerade in der Arbeit als Wirtschaftsministerium total umtreiben, wie wir nämlich es schaffen, dass wir einen klaren Preisfahrt haben, eine Bezahlbarkeit von Gas und Strom. Daran arbeiten wir natürlich gerade ganz intensiv als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Aber es hat eben auch eine besondere Bedeutung für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und ich glaube, dass wir darüber auch schaffen können, dass wir das von vornherein mitdenken in den Paketen und wir dann nicht in so eine Situation reinkommen, dass man immer noch Add-on-Sachen danach machen muss, weil es möglicherweise vergessen würde. Deswegen kann ich nur sagen, ich freue mich sehr über diese Aufgabe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit hier mit Ihnen im Ausschuss und über den Austausch. Klar ist, wir machen jetzt sowieso einen engen Austausch, aber wir machen jetzt noch mal eine Runde mit der Kultur- und Kreativwirtschaft gemeinsam als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium und zusammen mit dem BKM sozusagen noch dieses Jahr, um das zu intensivieren. Und dann wird es viele, viele Themen geben. Ich will jetzt den Zeitrahmen nicht sprengen. Ja. Also wenn wir heute nicht über Energiepreise reden würden, würden wir in fast allen Wirtschaftsbranchen über Fachkräftemangel reden. Und das betrifft natürlich Kultur, Kreativwirtschaft, betrifft Veranstaltungswirtschaft ganz, ganz stark. Das höre ich natürlich auch. Es hat ja gerade das Kabinett nochmal eine Strategie zum Thema Fachkräfte beschlossen. Also auch da, ich glaube, es gibt wirklich in dem, was wir als Arbeitsthemen im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium haben und dem, was die Belange einer Kultur- und Kreativwirtschaft gibt, wirklich große, große Überschneidungen. Ich glaube, es ist gut. Da hat ja Corona sozusagen einen Schub gebracht, dass die Branche sich viel stärker organisiert und auch viel stärker versteht, okay, das ist, wir brauchen nicht nur, was heißt nicht nur, das liegt jetzt falsch, es muss eine Zusammenarbeit natürlich mit den ganzen Fragen Länder und BKM sozusagen geben, aber es gibt eben auch den ökonomischen, den Wirtschaftsstrang. Und das zusammenzudenken, das zusammenzubringen, ich glaube, das ist ein großer Schritt voran. Ich jedenfalls freue mich darauf und bin genau in der Zeit geblieben. Herzlichen Dank. So ein schöner Auftakt. Vielen herzlichen Dank. Okay, wir gehen nach alphabetischer Reihenfolge zunächst in die Statements der Gäste, der Sachverständigen. Und ich würde als Ersten bitten, Herrn Forster das Wort zu ergreifen. Sie haben auch 5 Minuten. Bitte schön. Ja. Hat vorhin funktioniert. Jawohl. Dankeschön. Ja, herzlichen Gruß aus Dresden und danke für die Einladung. Wir sind gerade in der Vorbereitung. Wir beginnen am Freitag mit den Jazztagen Dresden. Also ich habe nichts vorbereitet. Ich spreche jetzt hier frei, wie das im Jazz improvisierend auch so möglich ist. Aber ich denke, dass die Krise so ernst ist in der Kulturwirtschaft, dass es wichtig ist, dass wir die Kultur in allen Bereichen retten und erhalten. Zur Kultur gehört genauso die Esskultur, die Kleidungskultur, die Kultur des Miteinanders, des Miteinanderstreitens, des Miteinanderdiskutierens. Und deswegen finde ich es prima und Dankeschön nach Berlin, dass Sie alle dort zuhören und da sind und dass auch das Wirtschaftsministerium vertreten ist. Ich spreche so mehr oder weniger für die Kulturwirtschaft. Wir sind leicht subventioniert im Normalfall von Stadt und Land und haben
90% des Publikums trotzdem durch Eintritt mit Millioneneintritt erwirtschaftet. Und an der Stelle zuerst mal ein Dankeschön an all die vielen Hilfen, die gekommen sind. Es sind so viele Hilfen von Novemberhilfe über Überbrückungshilfe, über Neustart Kultur, über Sonderfonds etc. Das ist aber auch schon das Problem in gewisser Weise. Das sind Hilfen, die sich gegenseitig zeitweise aufheben oder kannibalisieren. Man kommt überhaupt nicht mehr raus mit den Verwendungsnachweisen etc. Man ist quasi am Boden schon von dieser Sache her gesehen, dass man einfach auch aufgrund des gerade angesprochenen Fachkräftemangels überhaupt nicht hinterherkommt, die Verwendungsnachweise etc. zu machen, bekommt man über die Überbrückungshilfe einen entsprechenden Umsatzzuwachs. Durch eine andere Hilfe ist diese plötzlich wieder weg und man muss jede einzelne Rechnungsposition auseinandernehmen. Das ist ein Ding, das geht an die Nieren. Zusätzlich zu dem Stress, den alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, indem man im Normalfall, wenn mal ein Auto kaputt geht, wenn irgendjemand krank wird oder sonst was, was immer wieder passiert, einen Anruf gehabt hat, man hat Ersatz gehabt. Jetzt sind das 20 bis 50 Anrufe, um irgendwas zu bekommen. Das ist was, was auch an die Substanz der noch vorhandenen Mitarbeiter geht und auch an uns selbst, wo man mit den Kräften einfach am Ende ist und nicht mehr weiß, wie geht die Sache weiter. Das ist so, wir haben im Moment ungefähr 2,5 Millionen Euro Ticketverlust gehabt über die Corona-Zeit und kommen mit den Hilfen dieses Jahr mit allem zusammen klar, insofern, das ist das große Fragezeichen, keine Rückforderungen kommen, aber wie es ab nächstem Jahr weitergehen soll, ist vollkommen in den Sternen. Sie wissen alle, man muss jahrelang oder zumindest ein Jahr vorausplanen, damit man irgendwo wieder in normale Zahlen kommt. Nur mal als Zahlenbeispiel, wir reden hier im Moment von maximal 50% des Publikums von 2019, was wir erreichen. Also die 50% sind die 900%, heißt es in der Veranstalterbranche. Das wäre mit Sonderfonds Kultur, insofern er weitergeführt werden würde, was ja im Moment nicht so aussieht, dann vielleicht noch machbar, aber wir reden im Vergleich zu 2019 von mindestens 140% Kosten. Da ist jetzt keine Vorausplanung mehr möglich. Es gibt einzelne Leuchtveranstaltungen, Highlights nennt man Helene Fischer oder andere, die funktionieren, aber die normale Mittelklasse funktioniert so überhaupt nicht mehr. Und es gibt dort keine Perspektive, selbst wenn wir jetzt keine Corona-Maßnahmen hätten und bei den steigenden Energiepreisen für die nächsten Jahre, wie wir dort wieder auf normal kommen. Es gibt multiple Gründe, warum das Publikum nicht kommt. Einer ist sicherlich der, den man ändern müsste. Wir wurden ja dazu gebracht, bei Netflix und Co. mit Popcorn und Chips auf die Couch zu gehen und sich der Live-Kultur zu entwöhnen. Das wäre das Programm, das wir auf die andere Art und Weise jetzt dringend bräuchten, um wieder Publikum zusammenzubringen, dass man sich wieder traut, zusammenzukommen. Ohne das wird die Kultur nicht mehr das sein, was sie einmal war, und sehe ich überhaupt keine Perspektive. Dankeschön. Herr Foster. Herr Friese, bitte. Sie haben das Wort. Anmachen. Ach, okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde vielleicht gerne mal den Fokus ein bisschen eher auf die Kreativbranche richten, die es schon eigentlich überall schon immer gab in den selbstverwalteten Projekten. Ich denke mal, jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete hat vielleicht in ihrem Wahlkreis Netzwerke von Kreativen, die sich zusammengeschlossen haben, die schon lange zusammenarbeiten, die kreative Sachen schaffen. Und die Corona-Krise hat eigentlich bei den Projekten gezeigt, dass die erstaunlicherweise relativ krisensicher sind, weil die es einfach aus sich heraus schon wissen, wie man mit Krisensituationen umgeht. Das heißt, ich kann das zum Beispiel aus einem ganz konkreten Beispiel bei uns in Berlin sagen.
Wir haben die BLO-Ateliers. Das ist ein Projekt, was seit 18 Jahren auf einem alten Bahngelände existiert. Da haben wir am Anfang 250.000 Euro Anschubfinanzierung über einen europäische Fördermittel bekommen. Und seitdem existiert das Projekt ohne weitere Förderung mit 100 Leuten und 50 Atelierplätzen und Werkstätten. Und zur Corona-Krise hat es dann gezeigt, klar, es gibt natürlich dort Leute, die Kultur im klassischen Sinne machen, also eben auch vor Publikum. Die hatten natürlich dann ein Problem, sind dann allerdings ein bisschen getragen worden von den Leuten, die eben eher im handwerklichen Bereich arbeiten oder im produzierenden Bereich. Das heißt, diese Mischung hat das ganze Projekt stabil gemacht und natürlich brauchten dann gewisse Leute, die dann eben vor allen Dingen vor Publikum arbeiten, brauchten dann die Unterstützung. Die haben sie auch bekommen, zum Beispiel vom Fonds DAKU, der da wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat. Aber das waren halt nur Teile dieses Projektes. Das heißt, das Projekt an sich irgendwie, und da würde ich gerne darauf hinaus, solche Projekte, wenn man die unterstützt, denen einen Rahmen gibt, denen die Möglichkeit gibt, ihre Arbeit, die sie eh schon machen, einfach dann eben auszuführen, dann schafft man es vielleicht auch stabile Cluster zu bilden, woraus sich dann wieder auch kreative Sachen entwickeln können, woraus die Kreativwirtschaft dann auch wieder eine Wertschöpfung hat. Also das ist in Berlin zum Beispiel, bei uns ist es irgendwie wunderbar gelungen. Es gibt dort irgendwie zum Beispiel die Möglichkeit für die Politik auch, also wir haben im Bezirksamt Berlin-Lichtenberg ist es so, dass das Projekt auch als Wirtschaftsstandort wahrgenommen wird. Da wird Werbung mitgemacht. Da wird der Standort in Lichtenberg mit beworben. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie Kultur, Handwerk, Kreativität zusammenkommen können und selbstverwaltet arbeiten können, ohne dass so sehr ganz viel von außen an sie herangetragen wird. Es muss partiell gefördert werden, es muss der Rahmen gegeben werden, aber ansonsten kann man viele Leute auch einfach machen lassen. Und ja, wie gesagt, das ist sicherlich in jeder Stadt gibt es solche Strukturen, die man unterstützen kann. Das Problem wird natürlich sein in der nächsten Zeit, dass, wie gesagt, schon die Energiekrise wird auf auch diese Projekte überschlagen. Das heißt, wenn man dort solche Projekte dann unterstützt, indem sie halt die Heizungsanlagen erneuern, indem sie dort eben die richtigen Dämmungen machen, das ist dann auch eine Wirtschaftsförderung. Also wie Sie es auch schon erwähnt haben. Ja, also ich glaube, ich habe es schon fast alles zusammengefasst. Jetzt habe ich fast noch eine Minute. Ich weiß nicht, ob ich diese Minute jetzt noch füllen muss oder ob wir dann vielleicht, wenn Sie Fragen haben. Die Fragen kommen und dann haben Sie in der zweiten Runde haben Sie ausreichend Zeit. Super, danke. Vielen herzlichen Dank. Herr Verdenhalfen, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich als Ausschuss die Zeit nehmen für diese sehr wichtige Wirtschaft. Ich sage dazu gleich was. Vielen Dank auch der Bundesregierung, dass sie so hochrangig heute da ist. Das ist ja das erste Mal, dass wir als K3D dann sprechen. Ich glaube, auch hier im Ausschuss, aber auch mit der Bundesregierung. Die K3D ist ein Zusammenschluss aus allen wesentlichen Verbänden der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir sind die, die Geld verdienen wollen und Kultur enablen wollen mit betriebswirtschaftlich sinnvollen Modellen. Wir sind auch eine sehr große Branche. Fürs Wirtschaftsministerium sicherlich keine Neuigkeit. Wir machen 100 Milliarden Euro. Das heißt, wir sind die drittgrößte Wirtschaftsbranche in Deutschland. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und Sie als Ausschuss hier sind, glaube ich, da auch einfach mit einer Branche zusammen, die wirklich echten Mehrwert schafft. Wir machen Fernsehen, Film, Radio, Buch, Design, Architektur, Galerien, Presse, Mode, Musik und Kulturveranstaltungen. Und um das mal ein bisschen bildlicher zu machen, ohne uns kein Depeche Mode im Olympiastadion, kein Lou Reed auf Vinyl, keine Dorfromantik auf der Switch, kein Richter im Kölner Dom, kein Babylon Berlin, kein NTV, keine Spiegel-Bestsellerliste, überhaupt kein Spiegel, auch keine Magdeburger Volksstimme, keine spannenden Modegeschäfte in der Rosenthaler Straße oder sonst irgendwo, keine Bauten wie die Elbphilharmonie oder das Kanzleramt und vor allem kein Räuber-Hotzenplotz Weihnachten im Kino.
der kommt, wird spannend. Also wir sind aber nicht nur das, wir machen die Kultur, wir sind aber vor allem Wachstumstreiber für die gesamte Wirtschaft. Dazu würde ich gerne auch gleich noch was sagen. Das heißt, wenn Sie die richtigen Rahmenbedingungen für die Kultur- und Kreativwirtschaft setzen, ist das der optimale Hebel für viele andere Bereiche der Wirtschaft und das Gemeinwohl als Ganzes. Ich will mal ganz kurz ein paar Branchen erwähnen, weil es ja hier um die Lage geht und dann wird es jetzt gleich ziemlich traurig. Ich nehme mir mal ein paar Beispiele raus. Also 3000 Buchverlage und 5900 Buchhandlungen kämpfen mit den enormen Preissteigerungen, die Sie erwähnt haben. Die Produktionskosten in Verlagen sind um 50% gestiegen. 30 weitere Prozent erwarten wir im nächsten Jahr. Die Buchhandlungen rechnen mit 300% Steigerung bei den Energiekosten und haben aber jetzt auch schon Umsatzverlust, weil die Leute einfach sparen von über 8%. Das gefährdet kleine Unternehmen natürlich besonders. Die Geschäftserwartungen der Architekten sind in den letzten Monaten dramatisch gesunken. Bereits 17% der Wohnungsbauunternehmen berichten von Projektabsagen. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, dass ein durchschnittliches Architekturbüro 4 Mitarbeiter das kleine Unternehmen sind, dann sind die nicht sehr krisenresilient. Und da muss natürlich auch die Wirtschaftsforderung mit berücksichtigen. Radio, Fernsehen und ihre Online-Angebote brauchen elektrische Energie und Gas, sonst geht gar nichts mehr. Der private Rundfunk ist Teil der kritischen Infrastruktur und zwar 24/7 müssen die auf, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Sendung sein. Und da ist das Problem, wenn sie nicht genügend Energieversorgung haben und nicht von der Bundesnetzagentur da berücksichtigt werden, dann ist eben im wahrsten Sinne des Wortes dunkel und da ist dringend eine Entscheidung geboten, dass die zur kritischen Infrastruktur gehörende Branche eben auch diesen besonderen Schutz kriegt. Die eng verzahnte Musikwirtschaft, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr, deswegen will ich da gar nicht so viel zu sagen, aber besteht natürlich aus vielen Sachen. Rekorde, Musikverlagen, Konzertveranstaltungswirtschaft, Musikclubs, Künstlermanagement, auch Instrumentenherstellung und Instrumentenhandel. Die sind vielfältig miteinander verbunden und da trifft jede Energiekrise, die eine Branche trifft, bringt das gesamte System durcheinander. Auch hier sind natürlich dann Wirtschaftshilfen notwendig. Die Veranstaltungswirtschaft, haben wir eben schon gehört, hat es besonders hart in der Pandemie getroffen. Und die zusätzliche Energiekrise, hören wir, wird eben zu existenziellen Ausfällen in dieser Branche führen. Und das ist verbunden damit, dass es auch woanders Ausfälle gibt. Nur mal ein Beispiel. Viele Veranstaltungen sind einfach wirklich, ziehen Touristen. Ja, und deswegen hängt da auch viel Hotelwirtschaft und Tourismus dran. Das heißt, also das ist ein kleines Beispiel, wo wir wirklich enablen. Jetzt noch 51 Sekunden, gucken wir mal. Filmwirtschaft, für jeden Euro Wertschöpfung, den die Filmwirtschaft erzielt, wird natürlich viel mehr Wertschöpfung in der Gesamtvolkswirtschaft erzielt. Auch wieder Tourismus, Merchandising, Festivals, Drehorte. Die aktuellen Kostensteigerungen in der Filmproduktion sind 30%, die nicht kompensiert werden können. Die Kinos haben Mehrkosten, Sie erwähnten die Kinos, von 300 Millionen Euro rechnen Sie damit. Das heißt, die Branche ist halt auch in einer prekären Situation. Kunst braucht nicht nur Energie, Kunst ist Energie. Sie macht das urbane Leben attraktiv, stimuliert auch regionale Wirtschaft. Wir haben es gehört, was Galerien ermöglichen oder Zusammenarbeit von Ateliers, die ziehen halt natürlich auch viel Publikum in die Städte rein. Aber auch da gibt es natürlich massive Kostensteigerungen. Galerien haben oft den Auftrag, Kataloge zu drucken und Bücher zu machen. Das sind auch die 30% Kostensteigerung. Und zusätzlich gibt es eben schon jetzt viele Ausstellungsabsagen, weil das Material nicht da ist. Ganz zum Schluss, Zeitungen und Zeitschriften können die immensen Kosten der Digitalisierung super tragen, kein Problem. Nicht tragbar sind aber die explodierenden Kosten bei Papier um 300%, sowie bei Energie und vor allem der Pressezustellung. Die Zusage im Koalitionsvertrag, die flächendeckende. Vielen Dank. Ich glaube, wenn Sie da noch eine Seite haben, dann. Nee, ich bin, nee, aber Sie sind drüber. Bin in 10 Sekunden fertig. Das, kann ich das noch sagen? Mhm. Also die Zusage im Koalitionsvertrag, die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen zu gewährleisten, sind bislang keine Taten gefolgt. Viele Titel und Ausgaben sind vor unlösbare Aufgaben gestellt. Und ich würde gerne nachher, wenn ich gefragt würde, Lösungen vorschlagen. Jetzt sind Sie eine Minute drüber und. Das ist das Problem. Wir haben tatsächlich immer nur die 2,5 Stunden und dann kommen die anderen nicht mehr in ihre Antwortrunde. So, Frau Dr. Wiemann, bitteschön. Genau. Mein Name ist Birte Wiemann und ich bin Vorstandsvorsitzende des VOT. Für alle, die den VOT noch nicht kennen, wir sind der Verband unabhängiger MusikunternehmerInnen in Deutschland und zählen knapp 1200 Mitglieder, die eine große Bandbreite, wir haben es gerade schon gehört, des Ökosystems der Musikwirtschaft abdecken. Unter ihnen befinden sich Labels, Verlage, physische und Digitalvertriebe, aber auch eine wachsende Anzahl von selbstvermarktenden KünstlerInnen.
Kurz zur Einordnung. Die unabhängigen Musikunternehmen stellen in Deutschland ca. 35% des Marktanteils sowie ca. 80% aller Neuveröffentlichungen im Recorded-Bereich. Wir sorgen also als Talentschmiede dafür, dass kulturelle Diversität entstehen kann. Und ohne die sogenannten Indie-Labels wären Bands wie Nirvana, Radiohead oder eine Adele nie entdeckt oder gefördert worden. Also wir machen sozusagen die Basisarbeit. Der VUT ist Gründungsmitglied des Forums Musikwirtschaft. Einige von Ihnen wissen das, Sie waren auf der Musikwirtschaftskonferenz und auch Teil der Initiative K3D, der kompletten Kreativ- und Kulturbranche. Und vielen Dank, Herrn Verdenhalven, für die Herausforderung oder für den Überblick über die Herausforderung unserer vielfältigen Kultur- und Kreativbranche. Und an dieser Stelle können wir jetzt quasi stellvertretend für eine dieser Branchen ein bisschen in die Tiefe gehen und den Fokus auf die Recorded-Musikwirtschaft richten. Sie hatten es auch schon angesprochen, kann man weiterhin nur betonen. Unsere Branche, die Musikwirtschaft, ist so eng verzahnt, dass Auswirkungen des permanenten Krisenmanagements das gesamte System betreffen. Die Situation im Live-Bereich stellt gerade Newcomerinnen und weniger bekannte KünstlerInnen vor. Mit den Corona-bedingten Ausfällen und Personalmangel und dem schleppenden Ticketverkauf, war auch im Jazz der Fall, vor die Existenzfrage. Touren und Konzerte fallen häufig aus gutem Grund mit der Veröffentlichung eines Albums zusammen. Gefällt mir das Album, möchte ich die Künstlerin live sehen. Habe ich die Künstlerin live gesehen, möchte ich das Album kaufen. Fällt die Tour aus oder wird verschoben, wird im Zweifelsfall auch die Veröffentlichung des Albums verschoben oder umgekehrt. Tatsächlich sind Schallplatten und CDs ein relevanter Umsatztreiber für VUT-Mitglieder. Bei der Herstellung von LPs und CDs trifft uns sowohl die Energiekrise, wir haben es gehört, und auch die Vinylherstellung ist hochenergetisch, als auch die Rohstoffknappheit, sowohl beim Granulat für die Schallplatten als auch bei Pappe und Papier. Konnte ich früher innerhalb noch von 8 bis 10 Wochen meine fertige Vinylschallplatte in den Händen halten, sind es heute Herstellungszeiten von 8 bis 10 Monaten. Dementsprechend werden Albumankündigungen vorgezogen und Preise kommuniziert, die dann bei der schlussendlichen Herstellung vielleicht gar nicht mehr zu halten sind. Kurzum, die Ersparnisse der UnternehmerInnen in der Musikbranche sind aufgebraucht, die Neustadt Kulturprogramme sind im Auslaufen begriffen und neue Ausgaben, wie zum Beispiel der gestiegene Abgabesatz der Künstlersozialkasse von 4,2% auf 5%, kommen hinzu. Das heißt, die unabhängigen MusikunternehmerInnen können nicht mehr in die Vorfinanzierung von KünstlerInnen investieren und müssen oder können nur noch weniger veröffentlichen. Kulturelle Diversität eingeschränkt. Wie kann ich also die kulturelle Vielfalt gerade durch die kleineren Musikunternehmen bewahren? Indem man die Ausgangslage verbessert, etwa durch den gezielten Anschub in Form von Förderung. Allerdings kann das Ziel hier nicht die staatliche Vollfinanzierung sein, sondern die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und eine Unterstützung gezielter Bereiche, wie zum Beispiel der Digitalisierung oder des Exports. Hier gilt es aber weiterhin, die symbiotische Partnerschaft der MusikunternehmerInnen mit ihren KünstlerInnen zu verstehen und die Unternehmen dennoch als eigenständige wirtschaftliche Akteure wahrzunehmen. Konkrete Vorschläge dazu gibt es in unserem kürzlich veröffentlichten Förderpapier, auf das ich hier kurz hinweisen möchte. Neben den physischen Tonträgern muss aber auch der Musikkonsum über den meistgenutzten Weg, das Streaming, vergütet werden oder auch noch besser vergütet werden. Der VUT hat sich schon im Februar 2020 im Sinne der Transparenz und Nachvollziehbarkeit für ein nutzungsbasiertes Abrechnungsmodell ausgesprochen, das entgegen der aktuell vorherrschenden Pro-Rata-Abrechnungsmethode Vergütung bereithält für die Tracks und die Künstlerinnen, die die Userinnen auch tatsächlich gehört haben. Und überdies könnte man auch noch darüber nachdenken, ob man solche Faktoren wie aktives oder passives Hören oder unterschiedliche Intervalle in der Tracklänge beachten möchte. Im Weg der Entwicklung eines solchen Modells stehen derzeit fehlende Primärdaten der digitalen Plattformen wie zum Beispiel Spotify. Und wie kann es sein, dass trotz 100.000 pro Tag hochgeladener neuer Tracks allein bei Spotify der monatliche Abo-Preis seit Jahren bei 9,99 € liegt? Hier müssen dringend Veränderungen her. Zusammengefasst, und das ist noch mal zu betonen, wichtig ist und bleibt bei all diesen Ansatzpunkten der Hinweis, dass die starke Verzahnung und die Ketteneffekte zwischen den einzelnen Gewerken unserer Musikwirtschaft sind. Ganzheitliche Konzepte für die gesamte Branche können nur im Dialog mit der praktischen Expertise, das sind quasi wir, selbst entwickelt werden, um nachhaltig Wirkung zeigen zu können. Wir freuen uns sehr, besonders mit Ihnen, Herrn Kellner, auf den weiteren Dialog. Vielen Dank. Vielen Dank an die Gäste für die Eingangsstatements. Wir haben verabredet, eine Fraktionsrunde geht 3 Minuten pro Fraktion. Also die Fraktionäre werden als erstes vortragen, Fragen stellen, wie auch immer. Und dann sind Sie wieder gefragt und wieder dran für die Antwortrunde. Die Reihenfolge
wird sein CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen zum Schluss. Es beginnt die CDU, CSU mit Frau Schenderlein, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich beginne. Zunächst zwei Worte. Wir zu unserer Einstellung, also grundsätzlich haben wir an vielen Stellen im vergangenen Jahr deutlich gemacht, erstens, dass für uns Kultur systemrelevant ist und zweitens, dass die Branche eine sehr wichtige Branche für uns ist. Und aus diesem Grund haben wir uns auf vielfältige Weise da auch eingebracht in den Austausch. Wir haben eine kleine Anfrage geschrieben, auch einfach um zu evaluieren und nachzufassen, wie denn die Programme gelaufen sind oder was für Erfordernisse jetzt anstehen. Das hatten wir schon im Frühjahr getätigt. Und zweitens, wir haben immer wieder auch dafür geworben, dass dieses Thema eben hier im Ausschuss behandelt wird, auch öffentlich. Das war uns ein wichtiger Anspruch, einfach weil ja die Branche groß ist und digital affin, damit es eben auch dann zur Verfügung gestellt werden kann. Und wir haben kürzlich einen Antrag eingebracht mit dem Auftrag, die Forderung an die Staatsregierung, den Beauftragten zu benennen. Danach ist er auch benannt worden. Das wollte ich hier noch mal kurz in den zeitlichen Zusammenhang bringen. Wir reden dann aber noch mal zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Antrag und werden das Thema also weiter verfolgen, darüber hinaus auch zu dem, was wir heute besprechen. Und von daher wollen wir aber natürlich die Gelegenheit nutzen, um uns intensiver mit den Herausforderungen zu beschäftigen. Und das sind ja vielfältige, weil einfach mehrere große Herausforderungen, Sie haben das deutlich gemacht, ja vor uns liegen und eigentlich dazu ja, verleiten lassen, nicht unbedingt so positiv in die Zukunft zu schauen oder zumindest zu sehen, dass es wirklich große Herausforderungen sind. Das ist einmal Corona. Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir wissen, es gibt eine Veränderung bei den Zuschauern oder insgesamt bei den Rezipienten. Es gibt das Thema Rohstoffkrise, es gibt die Energiekrise und eben dann ja auch noch, was für die Unternehmer ja schon noch eine große Herausforderung sind, KSK-Abgabe und auch Mindestlohn als Thematik. Zumindest muss man es eben erstmal mit bewerkstelligen können. Und da würde mich natürlich interessieren, wo Sie an der Stelle schon noch mal da besonders die große Sorge haben. Jetzt, weil ja auch alle Akteure hier zusammen sind, ist es für uns aber auch wichtig zu erfahren, einmal, was sind Ihre Erwartungen an den Staatssekretär, den Herrn Kellner, weil wir ja auch da sind, ist das ja für uns einfach wichtig, wo Sie sagen, das sind wirklich die Themen bringen wir mit und die würden wir gerne angepackt sehen. Und auf der anderen Seite meine Frage an den Beauftragten, auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Es hat natürlich eine ganze Weile gedauert und nun ist eine Lösung gefunden, wie sie ja ähnlich auch schon in der letzten Legislaturperiode gewesen ist. Aber was werden Sie jetzt, wenn Sie sagen, wie Sie berufen diese Runde ein, was sind Ihre konkreten Prioritäten noch in diesem Jahr? Wo sehen Sie vor allen Dingen noch mal Punkte, die Sie anpacken möchten? Und eine. Ach, ich bin schon übertroben drüber. Gut, dann muss ich mich da. Vielen Dank, Frau Schenderlein. Für die SPD, Herr Lind, bitte. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, Herrn Staatssekretär Kellner in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Nicht das letzte Mal. Wir werden Sie weiter quälen, aber konstruktiv. Ich wage auch die These, auch ohne den Antrag wären Sie ernannt worden. Aber wenn wir da noch einen weiteren Anlass haben, über das Thema zu sprechen, umso besser. Ich glaube, es ist jetzt sehr deutlich geworden, dass uns Kultur- und Kreativwirtschaft auch nochmal daran erinnert, was ohnehin den Kulturbereich ausmacht, nämlich dass wir immer letztlich über Marktwert und ideellen Wert sprechen, in unterschiedlichen Akzentuierungen. Aber Menschen arbeiten im Kulturbereich, leben davon und es ist auch ein Markt. Und es hat eine wirtschaftliche Dimension, aber nicht nur. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Gleichzeitig bewegen wir uns in einem Bereich der Wirtschaft wie auch des kulturellen Schaffens, der wie kaum ein anderer Bereich getroffen wurde durch die Pandemie, durch Kontaktverbote, Kontaktsperren, durch all die Folgen, die das nach sich gezogen hat. Und jetzt kommt noch die Energiekrise hinzu. Also wir haben eine Kumulation von Krisensituationen und Belastungen. Andererseits aber muss man, glaube ich, auch mal erwähnen, auch mit einem Dank, große Zahl von Innovationen und auch versuchen, selbst Resilienz zu entwickeln. Also auch ohne, dass politisch das getan wurde, durch ihre eigene Initiative, die wir auch manchmal auch noch mehr würdigen müssen, als in der Vergangenheit bisher geschehen. Zugleich kommen da ganz viele Aspekte hinzu. Wir haben ja heute zum Beispiel auch bei den Gästinnen gar nicht den Aspekt Urheberrecht, aber letztlich ist das ja auch noch eine Fragestellung, die wir demnächst aufgreifen werden, weil die in dieses Gesamtkonstrukt hineingehört und beachtet werden muss. Vor diesem ganzen Hintergrund
Also grundsätzliche Fragestellungen, die die Kultur- und Kreativwirtschaft betreffen, strukturelle Fragen, dann noch die Sonderfaktoren der Krisen und nicht nur einer, sondern mehrere Krisen. Also Herr Kellner, Sie haben sich den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, das zu machen. Einfach kann jeder, Sie wollten schwierig. Und dann auch noch Aspekte, die quasi mit neuen Geschäftsmodellen, wir haben es ja mit Bezug auf Streaming gehört haben, ist das also eine hochkomplexe Aufgabe, vor der wir hier gerade stehen. Vor dieser Schilderung der Umstände, die Sie ja alle sehr eindrucksvoll vorgenommen haben, jetzt zu den Fragen. Ich richte mich zuerst mal an Herrn Fernhalfen. Der Sonderfonds für Kulturveranstaltungen war hier öfter im Ausschuss ein Thema und er wird ja womöglich auch noch eine wichtige Rolle spielen, weil ja auch Beschluss MPK und Initiative der Bundesregierung die Mittel, man redet manchmal von 1,7 bis 1,8 Milliarden, verwandt werden sollen für einen Energiefonds. Wie wichtig ist so ein Instrument? Wie stellen Sie es vor? Könnten Sie das beschreiben? Dann zweite Frage an Sie, auch noch Herrn Friese. Was wären aus Ihrer Sicht wichtige ordnungspolitische Maßnahmen, aber auch prozesspolitische Maßnahmen? Und das heißt konkret auch Hilfen, Wirtschaftshilfen, also politische Eingriffe und Unterstützung. Sie nannten im Bereich Presse- und Medienförderung Zustellung. Aber gibt es noch weiter hinaus? Könnten Sie das auch noch mal näher skizzieren? Und vielleicht, Herr Friese, müssen in diesen Instrumenten auch Absicherungsinstrumente aus Ihrer Sicht berücksichtigt werden? Und als letztes an Herrn Kellner, was ist sozusagen Ihre Hauptarbeitsagenda grundsätzlich und noch mal unter besonderer Berücksichtigung der Krisensituation? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lind. Für die AfD, Herr Renner, bitte. Dankeschön, sehr verehrte Frau Vorsitzende, sehr geschätzte Gäste. In der 13. Sitzung dieses Ausschusses vor kurzem habe ich einmal mehr auf die katastrophalen Auswirkungen der Corona-Politik auf die Verhältnisse in der Kultur- und Kreativwirtschaft hingewiesen. Die Umsatzeinbrüche sind enorm und sie sind nach unserer Auffassung auch zumeist politisch hausgemacht. Es hätte den Einbruch in die Musik, in der Musik-, Buch-, Filmwirtschaft, die alleine so um die 21% ausmacht, allein im Jahr 2021 nicht geben müssen. Auch die sogenannte Energiekrise hätte es nicht geben müssen. Die wahren Ursachen liegen weder im Chaos-Virus noch möglicherweise in der russischen Aggression gegen die Ukraine. Wir sollten die Gründe beim Namen nennen. Es ist die ideologisch getriebene Politik der Regierungsfraktionen. Denn bekämen wir Gas aus Nord Stream 2, wären unsere Energieprobleme minimiert. Und nur dann wird die Kultur- und Kreativwirtschaft, nein, unsere ganze Volkswirtschaft, diesen politischen Irrweg in den Absturz überstehen können. Wir haben schon mehrfach in diesem Ausschuss über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen gesprochen und verhandelt. Und alle Sachverständigenberichte haben dann anschließend ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass es die Kultur- und Kreativbranche bald nicht mehr geben wird, wenn die Politik keinen grundsätzlichen Wandel vollzieht. Diese Branche braucht keinen Rettungsschirm. Sie braucht auch keinen Doppelwumms, sondern wir brauchen Umkehr zur freien Marktwirtschaft, weg von Restriktionen, von Bevormundung, hin zur Entfaltung der freien Kultur- und Kreativwirtschaft. Genau so, wie es das Grundgesetz vorgibt. Geile Idee, ja, haben Sie völlig recht. Das und nur das kann die Maxime unseres Handelns sein. Ich hatte eine Frage oder anderthalb Fragen an den Herrn Kilian Forster. Was erwarten Sie als Veranstalter von einem der großen Jazzfestivals Deutschland von der Bundesregierung? Erwarten Sie weitere sogenannte Hilfsprogramme? Oder wäre aus Ihrer Meinung nicht ein genereller Politikrichtungswechsel hinsichtlich der Energiepolitik eher sinnvoll und existenzsichernd für Ihre Branche? Zweite Frage. Welche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hätte es aus Ihrer Sicht, wenn wir einen weiteren und noch längeren Ausfall der Kulturwirtschaft haben, aufgrund einer neu aufgeflammten Corona-Maßnahmenstrategie und auch aufgrund der hausgemachten Energiekrise? Dankeschön. Und ich bin wunderbar in der Zeit. Ja, ich sehe das. Sehr schön. Für die FDP Frau Glogowski-Merten, bitte. Ja, vielen Dank, liebe Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Gäste, für die einführenden Worte.
Herzlich willkommen, lieber Michael Kellner, und herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Posten. Und wir als Freie Demokraten sind auch sehr glücklich, dass es diesen Ansprechpartner für Kultur- und Kreativwirtschaft endlich gibt und im Grunde auch ein Wunsch von uns jetzt verortet ist und auf Regierungsebene verortet ist. Und ja, es war uns ein sehr wichtiges Anliegen, weil die Branche sich ungehört, ungesehen und unverstanden fühlte und meinte, mit ihrer Matrix nicht durchzudringen. Und dies war es auch bis zu vor kurzem. Eigentlich in den Diskussionen hatten wir das immer, das Thema, dass sie eben meinten, nicht vernommen zu werden. Das haben wir auch viel im Ausschuss schon diskutiert. Und auch auf Veranstaltungen kam immer wieder dieses Thema auf. Und jetzt gerade in Zeiten der Corona- und Energiekrise, die anderen Kollegen haben es auch schon genannt und es ist auch in anderen Beiträgen schon gekommen, musste es eben dringend geändert werden. In anderen Ländern wie in Großbritannien gibt es die Creative Industries, die sind dort ganz anders verortet. Und hier in Deutschland wird gerade die Kreativwirtschaft immer etwas stiefmütterlich behandelt und schwebt so zwischen Kultur und Wirtschaft hin und her. Und jetzt haben wir eine deutliche Sichtbarkeit dahin verstärkt. Der Ansprechpartner für Kultur- und Kreativwirtschaft muss aus unserer Sicht als Seismograf agieren, Risse erkennen und darauf reagieren und die Anliegen, Probleme und so weiter nicht nur zwischen BMWK und BKM kommunizieren, sondern alle Ministerien im Grunde mit hineintragen und diese mit einbinden. Ich habe zwei Fragerichtungen. Und einmal hat es mich sehr gefreut, lieber Michael Kellner, dass Sie auch davon schon gesprochen haben, Hausidentitäten zu durchbrechen und einen engen Austausch vorzunehmen und auch die Zusammenarbeit mit uns als Parlamentariern und mit dem Ausschuss zu machen. Da würde ich gerne wissen, wie Sie sich das vorstellen, wie das weiter vor sich gehen kann und wo sehen Sie Handlungsmöglichkeiten als Ansprechpartner für die Branche. Ein anderer Fragenteil, den ich habe, geht an Herrn Pferdenhalven. Und zwar, Sie vertreten kultur- und kreativschaffende Unternehmen und damit zugleich einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Das haben Sie auch ganz deutlich gemacht in Ihren Ausführungen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, damit Kulturpolitik und die Wirtschaftspolitik, Kulturpolitik und Wirtschaftspolitik zukünftig noch besser verzahnt werden? Das würde mich interessieren. Und vielleicht können Sie noch mal konkret ausführen, welche staatlichen Maßnahmen aus Ihrer Sicht auf den Weg gebracht werden müssen, damit die Branche gut durch die Krisen kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Linke, Herr Korte, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will also schon das nochmal aufrufen an den Kollegen Renner, also ausgerechnet in dieser Situation vorzuschlagen. Also, wir müssen jetzt mal radikale Marktwirtschaft in der Branche jetzt mal einführen. Das ist ja eine Drohung an 1,8 Millionen Beschäftigte. Also, da muss man mal drauf kommen. Sowas erzählt die FDP nicht mal mehr. Also, muss man wirklich drauf kommen. Aber das nur vorweg. Ich habe eine Frage, die in eine andere Richtung geht, aber daran anknüpft. Also, und zwar an Herrn Pferdenhalven und an Herrn Kellner. Also ich war vor zwei Wochen bei einem bemerkenswert guten Bob Dylan Konzert und ich kenne auch ein paar Leute, die da arbeiten in dem Umfeld. Und da redest du ja mit dem. Und mich interessiert dort ganz konkret Folgendes, insbesondere wenn wir über Hilfsmaßnahmen sprechen. Also wir haben ja nun in der Branche, glaube ich, mit die Branche mit der höchsten Solo-Selbstständigen, Mini-Selbstständige und prekär beschäftigte Leute. Das ist die höchste Branche, die es also bei allen Branchen gibt, wo wir das haben. Kann man nachvollziehen, warum es so gekommen ist, aber trotzdem natürlich ein katastrophaler Zustand, insbesondere für diejenigen in dieser Zeit, die davon schlicht nicht mehr leben können. Deswegen würde mich dort wirklich interessieren, auch von Seiten des Ministeriums, wie wollen Sie denn da jetzt eigentlich rangehen? Also Stichwort, wie gehen wir eigentlich mit dem ganzen Sozialversicherungsbereich um in dieser Frage? Wie ist eigentlich Ihre Planung, dass insbesondere diejenigen, die geringfügig dort beschäftigt sind und gerade und Solo-Selbstständige, wie wollen wir das in Zukunft vielleicht mit einer erwerbstätigen Versicherung oder Ähnliches machen, weil das sind die, die jetzt völlig durchs Rost fallen werden. Das sind auch alle die, die nicht besonders laut sind, die gehen einfach sozial über die Wupper. Das würde mich von Ihnen beiden sehr interessieren, wie da Ihre Pläne sind. Dritte Frage an Herrn Kellner vielleicht noch mal anschließend, wenn wir jetzt also den Sonderfonds für Kulturveranstaltungen etc. machen, also was ja völlig richtig ist, also unterstützt meine Fraktion ausdrücklich. Da würde mich noch mal interessieren, inwieweit eigentlich Ihre Überlegungen dahingehend gediegen sind, dass also vor allem auch Künstlerinnen und Künstler etwas davon bekommen.
Wie stellen Sie jetzt in etwa vor, auch was die prozentuale Verteilung vielleicht angeht? Weil das ist ja zunächst auch mal eine Frage, wie ermittle ich das? Wo mache ich die Grenzen etc.? Was sind da Ihre Überlegungen? Und den letzten Punkt an Herrn Friese. Sie haben das ja eben noch mal angedeutet, dass das ja, Sie sind ja auch mehrfach ausgezeichnet worden für Ihr Projekt. Da würde mich noch mal interessieren, sozusagen diese Grundidee, also verschiedene Bereiche der Kreativwirtschaft sozusagen auch lokal unter einem Dach, wenn man so will, zusammenzufassen. Da würde mich noch, Sie haben es nur angedeutet, noch mal interessieren, weil das ist ja auch für viele Kommunen vielleicht interessant, was sozusagen müsste dort eigentlich die Mindestrahmenbedingung sein, die die Politik vorhalten müsste. Vielen Dank. Und zum Schluss für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Grunde. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, lieber Michael Kellner, von mir auch herzlichen Glückwunsch zur Benennung als Ansprechperson, sehr verehrte Sachverständige. Mich freut sehr, auch Sie hier begrüßen zu können. Und ich befürworte es außerordentlich, dass sich dieser Ausschuss, wenn man ihm regelmäßig folgt, in den letzten Monaten doch eigentlich immer häufiger mit der kreativwirtschaftlichen Brille den Nöten der Kulturbranche widmet. Ich bin überzeugt, dass sich Kulturpolitik nicht allein auf den Schutz und die Hilfen für die berühmten Leuchtturmprojekte reduzieren lassen darf. Es geht immer um den Erhalt unserer vielfältigen und spannenden kulturellen Infrastruktur. Und ich schließe mal unmittelbar an das an, was Frau Dr. Wiemann gesagt hat. Da fällt mir natürlich zum Schutz der vielfältigen und spannenden Infrastruktur die Streaming-Studie ein, die die Ampel in den Haushalt eingebracht hat. Da sind wir gespannt auf die Ergebnisse, ob die auch diesem Anspruch entsprechen. Deshalb ist es für uns als Ampel auch wichtig, im Koalitionsvertrag eben auch eine Ansprechperson der Bundesregierung für die Kreativwirtschaft verankert zu sehen wollen. Bei der Bundesregierung, ich betone das nochmal, und eben nicht nur beim BMWK oder nicht nur, sei mir gestattet, das nicht nur anzufügen, bei der BKM. Ich bin sehr froh, jetzt mit Michael Kellner und Andreas Görgen als seinen Stellvertreter institutionalisierte Kommunikationskanäle für die Kultur- und Kreativwirtschaft verankert zu sehen. Uns ist sehr bewusst, dass allein die Benennung einer Ansprechperson nicht die Herausforderungen und natürlich nicht alle Probleme, die sich aktuell auftürmen, als erledigt angesehen werden können. Im Gegenteil, die aktuellen Nöte, die sind kleinteilig, sehr differenziert, genauso wie diese umsatzstarke Branche, und die werden nicht einfach verfliegen. Jetzt geht die Arbeit also eigentlich erst richtig los, und Ziel muss sein, gut funktionierende Konzepte zu finden, die im Kleinen helfen, aber auch der Kultur- und Kreativwirtschaft in Gänze nützlich sind. Sie, liebe Gäste, sitzen hier als VertreterInnen Ihrer Branchen, Kultursparten und Verbände. Für uns alle kommt es jetzt darauf an, Ihnen zuzuhören. Deshalb richten sich meine zwei Fragen an Sie alle. Die erste lautet, was steht bei Ihnen ganz aktuell ganz oben auf der Want-List? Also etwas, was von der Bundespolitik bestenfalls zeitnah umgesetzt werden kann oder vielmehr umgesetzt werden muss. Und meine zweite Frage eben auch an Sie alle. Was sehen Sie langfristig als wichtigstes Unterfangen, dass die politisch Verantwortlichen aufs Gleis setzen müssen für eine vitale, lebendige und vielfältige Kultur- und Kreativwirtschaft? Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich, da die Fragen ja vielfältig an Sie alle gegangen sind, in der gleichen Reihenfolge Ihnen wieder das Wort geben, dass Sie auf die Fragen antworten können. Ich überlege gerade, wir haben 1, 2, 3, 4, also maximal 10 Minuten pro Person. Dann, also das, ja, das sind dann 50 zusammen, das stimmt schon. Bitte? Naja, aber die müssen ja erstmal antworten. Ja, und wenn da eine zweite Runde noch reicht, bis 15:30 Uhr, machen wir das noch. Aber nee, wenn ich jetzt. Ah ja, das stimmt. Also 6. Gut, 6 Minuten müsste passen. Ja, stimmt. Haben Sie völlig recht. Also 6. Herr Forster, Sie haben als Erster das Wort. Und wieder das Mikro an, bitte. Ja. So, ich denke, es ist wichtig. Genau. Die Kreativwirtschaft, die Solo-Selbstständigen, ist vollkommen richtig zu stärken. Ich spreche jetzt hier für Musiker und Musikerinnen speziell.
Aber das geht meines Erachtens am besten, indem man die Veranstalter stärkt oder auch in die Pflicht nimmt, entsprechend Musiker zu engagieren. Im Moment haben wir ja die Situation, dass es fast alles ein nationales Festival wird. Wir können aufgrund der Energiekosten und anderem keine internationalen Künstler mehr nehmen, sondern gehen auf lokale Künstler zurück. Und das wird sich so noch verschlimmern. Allerdings ziehen die natürlich nicht das entsprechende Publikum, wenn sie ansonsten in Selbstmanager-Art und Weise sich selbst vermarkten und noch Privatkonzerte oder andere Konzerte geben. Damit kann man kein Büro, kann man kein Festival egal oder kein Club finanzieren. Es sei denn, es ist von vornherein schon durch Stadt und Land so subventioniert, dass die Personalkosten gedeckelt sind. Aber die komplette freie Kulturwirtschaft, wo das nicht der Fall ist, ist es unmöglich, wenn wir nicht das Publikum oder Hilfen bekommen, dort zu überleben oder das zu erwirtschaften. Das wird bloß eine Handvoll schaffen mit auserwählten Konzerten. Deswegen ist der Sonderfonds Kultur eigentlich eine wunderbare Sache. Und es wäre schade, wenn er oder eigentlich unmöglich, wenn er nur für subventionierte Unternehmen oder Kulturinstitute verwendet wird und die kreative Wirtschaft, Kulturwirtschaft davon nichts hat, weil dort fehlt es. In Institutionen ist es ja so, dass man zeitweise mit Konzertabsagen mehr Geld übrig hatte, als wenn man gespielt hat, je nachdem, wie hoch die Fördermittel sind. Wenn die in die Projektkosten noch reingingen, dann war es so. Kein Veranstalter der freien Kulturwirtschaft will eigentlich Staatshilfen, sondern will frei sein. Aber es geht im Moment nicht anders. Der Sonderfonds Kultur ist ein gutes Mittel und er sollte unbedingt weitergeführt werden. Und wie vorhin schon erwähnt, brauchen wir eine Initiative, um Leute wieder in die Konzerte zu bringen. Und da denke ich auch bloß an meine Tochter, die wohnt in London. Es ist mir nicht verständlich, warum wir hier in Deutschland ein anderes Virus haben als in England. Dort gibt es nicht einmal mehr die Empfehlung, im Krankenhaus eine Maske zu tragen. Und trotzdem sind die Krankenhäuser nicht überlastet. Wir müssen alles tun zum Schutz unserer vulnerablen Gruppen und müssen natürlich auf unsere Gesundheit achten, aber wir brauchen wieder ein normales Verständnis für das Virus oder auch bei der Energie. Ich sage es mal so, ein Zitat von Dizzy Gillespie, einer der großen Jazz-Trompeter, zur Improvisation als Tipp. Es gibt keine falsche Note, nur halt sie nicht zu lange. Und dasselbe würde ich auch bitten an die Politik und vor allem an die Bundesregierung. Gesteht ein, dass man manchmal übers Ziel hinausgeschossen ist, dass Fehler gemacht wurden und dass wir mit der Panikmache aufhören. Und ich denke auch gerade bei der Energie ist es so, man kann und muss anderer Meinung sein in unserer pluralistischen Gesellschaft. Aber zu sagen, es gibt keine Alternative zum derzeitigen Weg in der Energiepolitik, das ist nicht richtig. Es gibt immer Alternativen, das merken wir auch und gerade die Kulturwirtschaft ist dort so kreativ. Es gibt selbst eine Alternative zur AfD. Um das zu sagen, aber es gibt Alternativen und es kann nicht sein, dass man, wenn man jetzt die Temperatur vorgeschrieben kriegt, mit 19, 15 Grad, je nachdem nach erschwerter Arbeit und so weiter, zu sagen, diese Maßnahmen sind alternativlos. Es gibt andere Möglichkeiten, ob einem das gefällt oder nicht, ist eine andere Sache, aber man muss zumindest damit reden und kann nicht die Leute, die Alternativen vorschlagen, irgendwo in die Ecke schieben. Das verstehe ich auch unter Kultur des Miteinanders und des Debattierens. Und das ist ja jetzt auch hier der Fall. Dafür ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Und natürlich brauchen wir die Hilfen. Und der ein oder andere Veranstalter kommt damit jetzt klar. Andere sind jetzt schon vor dem Bankrott in diesem Jahr. Andere werden es erst im nächsten Jahr sein. Aber keiner möchte eine Staatskultur. Wir brauchen im Endeffekt die Kreativität der Einzelnen und brauchen Mittel, wo man belohnt wird, wenn man kreativ ist und sich selbst um das Publikum kümmert und sagt, wir erwirtschaften uns unser Geld wieder. Aber Sonderfonds mit Verdoppelung des Eintritts ist eine gute Sache, muss unbedingt fortgeführt werden. Und bitte keine neuen Hilfen mehr dazu, sondern die bewährten Hilfen, die da waren, wenn dann verlängern.
und unbedingt um nicht noch mehr Herzinfarkte in der Veranstaltungswirtschaft zu generieren, die Erstellung der Verwendungsnachweise oder der generellen Verwendungen der Hilfen verlängern, sämtliche Fristen verlängern, weil es ist wirklich ein Tohuwabohu der verschiedenen Hilfen. Und das kann man im laufenden Prozess, wo immer ständig neue Herausforderungen kommen, mit fehlendem Fachpersonal einfach nicht schaffen, die Fristen hierfür einzuhalten. Dankeschön. Danke. Herr Friese, bitte. Ja, die Fragen gehen ja eigentlich fast alle in die gleiche Richtung. Wie kann man Sachen absichern? Wie schafft man das irgendwie, die Sachen irgendwie zukunftsfähig zu machen? Ich finde das auch super, dass eigentlich ein Konsens herrscht hier, dass Kreativwirtschaft einfach überhaupt irgendwie wichtig ist. Das ist schon mal toll. Also ich würde es mal einfach ganz konkret an dem Beispiel BLO-Ateliers in Berlin machen. Dann kann man das vielleicht mal so sehen, wie die Bedürfnisse sind. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben ein großes Gelände, was wir günstigerweise von der Bahn für 20 Jahre bekommen haben und haben dort so gut wie alles selber gemacht. Das heißt, die Basis ist schon mal einfach, dass man einen Raum hat. Einen Raum, den man Leuten zur Verfügung stellt. Und wenn dieser Raum da ist, dann entwickelt sich schon mal viel. Das heißt, eine Anforderung ist vor allen Dingen zu gucken, in den Kommunen zum Beispiel eben, dass es Räume gibt, dass es Gelände gibt, die man solchen Menschen zur Verfügung stellt, die kreativ arbeiten, wo sie ihre Sachen verwirklichen können. Da wäre schon mal viel geholfen, wenn man schaut, irgendwie wo sind da Möglichkeiten. Bei der Bahn war es ja die Möglichkeit anscheinend, das war kein Problem mehr oder weniger. Und es gibt in jeder Stadt, in jedem Landkreis gibt es auch von der Kommune Grundstücke, Häuser, die vielleicht gar nicht wirklich genutzt werden. Und wenn man da den Leuten die Möglichkeit gibt, sich zu etablieren, wäre schon mal ein Raum geschaffen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt, klar, die Heizungsanlage ist auf Gas, das ist zwar Fernwärme, aber es ist natürlich eine gasbasierte Fernwärme. Wenn man da jetzt eine Förderung machen würde, das gilt natürlich für ganz viele Projekte, das heißt, in die Heizanlagen zu investieren, zukunftsfähige Heizanlagen einzurichten und zum Beispiel in die Dämmung zu investieren. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine zukunftsfähige Sache. Ganz praktisch irgendwie, ganz direkt kann man Sachen fördern, indem man sagt, okay, wir haben jetzt ein bestimmtes Projekt, was eben vielleicht von der bedroht ist dadurch, dass es einen Investor gibt, der an dieses Grundstück ran will. Also wie schafft man es sozusagen, da einen Mechanismus zu finden, dass man sagt, Kultur und Kreativräume müssen geschützt werden. Wo gibt es da Mechanismen? Das sind auch irgendwie große Punkte. Ja, und das Ganze spielt halt irgendwie dann eben in die Absicherung. Das heißt, langfristig absichern mit langfristigen Verträgen, dass die Menschen eine Planungssicherheit haben, zu schauen, welche Ideen haben die Menschen und auch zuzuhören. Weil oft ist es so, dass die Ideen schon da sind. Es gibt Konzepte, es gibt Ideen, es gibt Netzwerke, die auch mit Architekten, mit Städteplanern zusammenarbeiten. Aber leider werden die oft nicht wirklich gehört, sondern es wird dann gesagt, okay, wir gucken von außen und wir machen von der Politik aus eigene Sachen. Mein Appell ist, die Leute wirklich irgendwie machen zu lassen, denen zuzuhören und mit ihnen zusammen zu entwickeln. Also bei uns zum Beispiel ist es so, inzwischen CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke sind alle zusammen in einem Förderverein für das Projekt. Und wir haben es geschafft, über das Abgeordnetenhaus wirklich alle zu unserem Sommerfest einzuladen, alle Fraktionen. Und die sind sich eigentlich alle einig, also im Grunde genommen wie hier jetzt auch, nur im Kleinen. Und wenn man das sozusagen übertragen würde und schauen würde, wo sind Projekte, einfach praktisch ein Monitoring machen und guckt, wo hat man Projekte, die man fördern kann, hat man ganz viele kleine Zellen, Keimzellen für Kreativwirtschaft und das ist dann auch wirklich sehr nachhaltig. Ja, und
Vielen Dank. Schon wieder so viele, nee, das ist wunderbar. Die Abgeordneten würden ja gerne noch in eine zweite Runde kommen. Ich wollte Sie bloß nicht in Ihren Antwortmöglichkeiten beschneiden. Herr Verdenhalven, bitte. Ja, vielen Dank. Richtig gesagt, die Fragen gehen alle in dieselbe Richtung. Ein bisschen differenziert waren sie dann an mich. Ich gucke mal, wie ich das alles zusammenbinden kann. Zunächst mal, was sind die wichtigen Dinge, die passieren müssen? Ich glaube, was ganz wichtig ist, vorneweg, die Wahrnehmung dieser Branche als Wirtschaftszweig. Was ich vorhin sagte, es ist wirklich einfach die drittgrößte volkswirtschaftliche Kraft, die wir in Deutschland haben. Und so viel sich um Automobilindustrie und Stahlindustrie und Chemieindustrie gekümmert wird, wenn wir alleine das an Standing hätten im Wirtschaftsministerium und im Wirtschaftsausschuss, und Sie haben ja die Chance, das reinzubringen, Ihren Kollegen auf die Füße zu treten, dann wäre schon viel, viel getan, dass das einfach begriffen wird. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist echt ein toller Wirtschaftsfaktor, eben auch mit diesen ganzen Impulsen für andere Bereiche, die ich nicht nochmal nennen will. Was gerne, aber eine Möglichkeit wäre, dass wir das nächste Gespräch gemeinsam mit dem Wirtschaftsausschuss und Ihnen haben. Wir laden Sie auch alle, Sie, Ihre Kollegen aus der Wirtschaftspolitik, herzlich ein in Videocall-Formate, die wir mit der K3D regelmäßig mit Politikern machen, immer eine Stunde. Da haben Sie dann die 14 Organisationen, die ich hier vertrete, dann alle auf einmal und kriegen in einer Stunde dann einen schnellen Input. Das nur mal so vom Technischen. Was wichtig ist, dass jetzt nicht zu einem Ping-Pong kommt. Also sowohl auf Ministeriumsebene, Kulturstaatsministerium, Wirtschaftsministerium, wer ist jetzt wie zuständig? Das ist ja immer sehr schwierig. Wir erleben das gerade an einem Gesetzesentwurf im Pressebereich. Aber nicht nur dort, sondern auch hier im Bundestag. Sie sind Kultur- und Medienpolitiker, aber eben, wie wir heute, glaube ich, gut darstellen. Und ich bin dankbar, dass Sie es auch alle so sagen. Sie sind dann eben doch auch Wirtschaftspolitiker, weil die Wirtschaft, die das vorantreibt, eben Grundvoraussetzung dafür ist, dass Kultur und Kreativität in der Form passiert. Jetzt ganz konkret in diesem Jahr, ehrlich gesagt im Oktober zu klären, diese Frage mit dem Sonderfonds Kulturveranstaltung. Also wenn jetzt daran gedacht ist, man packt einen Teil davon, was ich höre, einfach im normalen Haushalt zurück und den anderen Teil, den widmet man mal in so einen Energieförderfonds, dann ist das ein Grundfalschverständnis von dem, was dieser Fonds eigentlich sollte. Er sollte die Folgen der Corona-Pandemie, für die verheerenden Folgen, die sollte er beseitigen. Die sind aber noch lange nicht beseitigt. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Folgen sind zwar nicht beseitigt, aber es gibt ja noch eine neue Krise, dann packen wir es da rein, dann ist das aus meiner Sicht nicht logisch, nicht ganz richtig. Also man muss schon dieses Geld für den Zweck, für den er da war, beibehalten, idealerweise ins nächste Jahr übertragen. Da werden die Entscheidungen jetzt da sein. Und sie müssen natürlich dann auch zum Beispiel wirklich der Kulturveranstaltungsbranche zugutekommen und auch der privatwirtschaftlichen Branche zugutekommen. Und es muss dazu, muss natürlich die Kreativwirtschaft genauso wie alle anderen Branchen unter irgendeinen Energiepreisschutz schon kommen, so will ich es jetzt mal nennen. Und es wurde gesagt, wir haben zwar auch große Unternehmen, aber sehr viele Solo-Selbstständige und sehr, sehr viele kleine und mittlere Unternehmen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen KMUs erst ab März profitieren von der Energiepreisbremse, Großindustrie aber schon ab Januar. Ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe. Wenn das aber so ist, dann wäre das falsch. Und ich kann nur sagen, jeder Tag zählt. Also spätestens zum Anfang des Jahres müssen da auch gerade Förderungen kommen. Und sie müssen eben auch so sein. Da muss man sich zum Teil wohl wahrscheinlich reinarbeiten in die einzelnen Branchen, dass sie dann auch wirklich funktionieren. Ich will jetzt nicht schon wieder die Zeit überstrapazieren, aber das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Sache zu der Frage, die Sie auch gestellt haben. Und das muss jetzt wohl im Oktober geklärt werden. Und da sind Sie als Kultur- und Medienpolitiker auch gefragt, da dann bei den Haushaltspolitikern zu sagen, also Vorsicht, Vorsicht, nicht einfach ein Geld umwidmen, was wir dafür haben wollten, die Kulturwirtschaft zu retten und zu sagen, wir retten euch dann aus der nächsten Krise. Also wir sind in einer Dauerkrise besonders betroffen. Ein anderer wichtiger Punkt, das ist dann nicht ganz so kurzfristig, aber umso wichtiger, dass die Medien oder die Kultur- und Kreativwirtschaft, dass dann ein Belastungsmoratorium kommt, dass so eine Automatik eintritt bei allen Gesetzen, wo manchmal im Nachhinein, um Gottes Willen, wir wollten euch ja gar nicht negativ treffen, nehmen wir Datenschutz, nehmen wir Werbung und sowas, aber dann plötzlich entweder Millionenkosten entstehen oder Millionen Einnahmen weg sind. Da war die Kulturwirtschaft gar nicht gemeint, das war ein gutes Regungsziel, aber es ist eben zulasten der Medienwirtschaft, dass man zumindest mal so einen Automatismus schafft,
ist das eine Belastung für, diesen großen Wirtschaftszweig, was wir sonst in den Gesetzen machen, dass man dann Bewusstsein schafft, das wäre uns schon sehr wichtig. Und ganz am Schluss möchte ich noch sagen, ein Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft sind ja die Medien, und ich erwähnte es, da nehmen Sie Kontakt auf zur Bundesnetzagentur. Also Rundfunk und Presse sind Kritisinfrastruktur und brauchen eben eine Energieversorgungssicherung. Das vielleicht erstmal nur dazu, auch so diese Bob Dylan-Konzertgeschichte. Also da fragen Sie, also da wurde ja schon was gesagt, weil wir haben ja einen Musikveranstalter hier. Also ich spreche ja für die K3D, für das Ganze. Da würde ich, glaube ich, besser finden, wenn die Musikbranche da antworten kann. Aber es gab ja auch eben das schon. Das bekommt Sie jetzt sofort die Möglichkeit. Genau. Und jetzt habe ich Ihnen die 40 Sekunden zurückgegeben. Ja, mir nicht, sondern dem Ausschuss, weil dann kann eine zweite Fragerunde kommen. Frau Wiemann, Frau Dr. Wiemann, bitte. Sehr gerne. Nochmal vielen Dank. Bob Dylan machen wir gleich kurz. Problematik da ein bisschen. VOT ist ja tatsächlich Recorded-Bereich und nicht Live-Bereich, aber ich kann auf jeden Fall trotzdem was dazu sagen. Frau Dr. Schönerlein, Sie hatten nach zentralen Forderungen gefragt, die wir vielleicht ganz konkret angehen können. Davon ist natürlich tatsächlich jetzt eine in Ihrer Form, Herr Kellner, schon erfüllt, weil Sie hatten es auch schon angesprochen. Der ewige Ping-Pong, den wir hatten zwischen sind wir jetzt Wirtschaft, sind wir Kultur? Nein, wir sind die Kulturwirtschaft, wir sind beides. Den hoffen wir jetzt natürlich zu lösen, aber Herr Grundl hat es schon richtig gesagt, es ist natürlich jetzt erst der Anfang. Wir können jetzt erst anfangen, Sie kriegen jetzt alles auf den Tisch gelegt. Herr Lind, Sie hatten gesagt, okay, Sie haben sich jetzt die beste Zeit dafür ausgesucht. Insofern können wir da jetzt starten. Und da ist es einfach wichtig, diese Ganzheitlichkeit zu betrachten, dass wir immer noch die komplette Kulturwirtschaft sind, besonders auf die Musikwirtschaft bezogen, wo wir natürlich alle mit KünstlerInnen zusammenarbeiten und die auch tatsächlich existenzieller Bestandteil der ganzen Wirtschaft sind, aber eben nicht nur. Es hängt diese ganze Verwertungskette da dran. Wir haben diese Kette, die sich auch über die Live-Branche in alle Richtungen verschiebt. Und Herr Kellner, Sie haben gesagt, naja, wir hatten die Corona-Krise nie, die ist halt immer noch dran. Wir haben jetzt die aktuellen Sachen, die wir wirklich im Live-Bereich und so weiter sehen. Aber wir haben auch zum Beispiel für Verlage, die auch im VOT-Mitglied sind, haben wir die Sache natürlich erst ein Jahr später. Weil wenn die Konzerte ausfallen, fallen die GEMA-Zahlungen aus, die dann ein Jahr später erst passieren würden. Das heißt, es zieht sich auf jeden Fall noch länger und wir haben noch länger mit den ganzen Problematiken zu tun. Der Hamburger Kultursenator Broster hatte es, glaube ich, bei der Musikwirtschaftskonferenz bei seiner Keynote schön gesagt. Er hatte etwas ausgeholt und erzählt über einen englischen Sketch, wo es darum geht, dass ein Krankenhaus besucht wird. Und die sagen, ja, es ist das beste Krankenhaus, das man jemals gesehen hat. Und dann fragt der Prime Minister, aber wo sind denn die Patienten? Und dann wieder, nee, Patienten haben wir nicht. Wir müssen ja dafür sorgen, dass das ganze Krankenhaus läuft. Und genauso ist es halt bei uns. Wir sind gerade dabei, permanent Krisenmanagement zu betreiben und haben eigentlich kaum die Luft, rüber zu gucken und uns auf unser Kerngeschäft zu beziehen oder sich darauf zu fokussieren. Dementsprechend sind natürlich diese ganzen jetzigen punktuellen Förderungen unglaublich wichtig, aber wir müssen gleichzeitig auch darüber hinausschauen und sagen, okay, wir müssen nachhaltig das Ganze unterstützen. Und dementsprechend, wir haben schon gestartet, jetzt oder das BKM beziehungsweise die hat schon gestartet mit der Streaming-Studie, die jetzt wirklich ein konkretes Problem in unserer Wirtschaft konkret angeht und hoffentlich genau die Erkenntnisse liefert, die wir brauchen, um dann aber weiterzudenken. Und das ist das, was wir halt die ganze Zeit brauchen. Wir müssen immer den Startschuss abschießen und dann weiterdenken. Und das darf halt nicht zu kurz kommen. Und dementsprechend auch die Verzahnung und dementsprechend auch die Förderung, die wir an dem Punkt jetzt brauchen, um dieses Krisenmanagement zu machen, aber dann auch nachhaltige Förderung für weitere Unternehmungen und um diese Branche nachhaltig zu stärken. Und da haben wir natürlich, ich beziehe mich immer gerne auf das Förderpapier, aber da haben wir wirklich ganz konkrete Ansätze. Die Initiative Musik macht eine super Arbeit und da kann man aber auf jeden Fall noch ausweiten. Und da wird es auch oft sozusagen unter den Tisch, nein, es wird nicht unter den Tisch gekehrt, aber es wird fallen gelassen, dass wirklich wir diese komplette Branche fördern müssen und nicht nur punktuell vielleicht Künstlerinnen oder Newcomer, sondern dass wir natürlich auch Labelbetreiber haben, die sagen, ja, ich bin jetzt 69 Jahre alt, ich habe die ganze Zeit dieses Indie-Label hier supported und alles getan, um die Kultur sozusagen hochzuhalten. Was mache ich denn jetzt, wenn ich eigentlich in Rente will? Habe ich denn jetzt überhaupt die Möglichkeit? Und so weiter. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung der freischaffenden Künstler. Künstler nehme ich an oder der bildenden KünstlerInnen. Und dementsprechend haben wir da auf jeden Fall noch einen ganzen Batzen
Aufgaben. Und darum geht es mir, dass wir wirklich, das können wir auch, glaube ich, aus unserem ganzen Kreis noch mal weiter betonen, dass es wirklich darum geht, mit der Branche, mit den wirtschaftlichen Playern zu sprechen, um irgendetwas loszuschießen. Und wir sind absolut bereit dazu und freuen uns darüber, dass wir jetzt die Möglichkeit haben. Und Herr Kellner, ich hoffe, Sie können die mit uns nutzen. Das war es schon von mir. Vielen Dank. Herr Kellner, bitte. Danke. Es gab ja zwei Fragen. Also herzlichen Dank. Das war einmal Priorität oder Arbeitsagenda. Ich würde es mal ganz kurz beantworten. Punkt 1 ist Energiepreise. Dazu würde ich aber gleich gerne noch mal etwas ausführlicher sagen, weil das, glaube ich, ist wichtig, dass man gerade den aktuellen Stand auch nachvollziehen kann. Zweiter Punkt ist die ganze Frage von Fachkräften. Da gehört übrigens noch das. Ich meine, wir haben, das hat man bei Herrn Verdenhalfen ja noch mal gehört, wir haben ja, und wenn man sich Herrn Frieser angehört hat, wir haben sehr unterschiedliche Situationen in den einzelnen Teilbranchen. Also wir haben auch Branchen, Software, Digitalisierungsbereich, die haben in den letzten Jahren von profitiert. Also wir haben einfach eine sehr, sehr ungleiche Entwicklung. Das gilt übrigens für die gesamten wirtschaftlichen Bereiche. Aber wir haben, wenn ich bei Fachkräfte, ist ein Punkt Fachkräfteeinwanderung, zu schauen, dass wir die Anforderungen eher niedrig setzen und nicht hoch setzen. Und der zweite Punkt ist, wir haben in vielen Bereichen, was duale Berufsausbildung angeht, auch die Frage von Ausbildung, wie kriege ich die Matching-Probleme gelöst, dass wir Ausbildungsplätze haben, aber es keine Auszubildenden kommen. Das sind ja alles Sachen, an denen wir arbeiten. Der dritte Punkt, ich habe jetzt Energiepreise, Fachkräfte, der dritte Punkt ist für mich Transformation als dritter Arbeitsschwerpunkt. Das ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen verstanden. Digitalisierung haben Sie gerade angesprochen, was Geschäftsmodelle angeht. Auch Frage von Nachhaltigkeit, auch das ist eine hochökonomische Frage. Also ich meine, es gibt in manchen Bereichen, die machen sich da auf, Veranstaltungswirtschaft, da haben wir ja viel Aufholbedarf, aber auch viele Ideen, was da geschehen muss und kann. Aber ich würde zum Beispiel mal sagen, sowas, was Sie gesagt haben, Herr Friese, Mensch, wir bräuchten eine Unterstützung statt einer alten Gasheizung, eine moderne Heizungsanlage oder so. Diese ganzen, und das können wir uns auch gerne gemeinsam anschauen, das ist auch, finde ich, aber Sie könnten, bei der BAFA, die Anträge sind ja nicht beschränkt, da ist ja jetzt nicht, Sie müssen ja jetzt kein Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht sein, Sie müssen auch nicht mehr ein Unternehmen sein, Sie können auch eine Privatperson sein, also diese Fördermöglichkeiten bestehen ja. Und die Frage, die mich als Wirtschaftsminister, im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium umtreibt, gibt es Programme, von denen Sie ausgeschlossen sind als Branche, weil Sie als Branche möglicherweise speziell organisiert sind. Wir haben das gerade in einem Prozess uns mal angeschaut bei Gemeinwohl, also Unternehmen, die keine Gewinnabziehungsabsicht haben. Da haben wir uns die Förderprogramme angeschaut, um da Diskriminierung zu verhindern. Aber das anzugucken, das heißt, der Punkt ist Digitalisierung, Nachhaltigkeit ist dieser dritte Arbeitsschwerpunkt. Da würde ich gerne viel zu ausführen, aber das lasse ich einfach mal weg. Ich will zu den Energiepreisen nochmal sagen, weil das finde ich total wichtig, weil es jetzt ja gerade umtreibt. Wir werden eine Regelung, wo wir einzeln schauen, wie geht es einer Branche, wie geht es einem Unternehmen und wie helfen wir abgestuft, wird nicht funktionieren. Wir reden davon, die Substanz unserer Volkswirtschaft zu erhalten. Und lassen mich den Satz sagen, nachdem ein brutaler Angriffskrieg von Wladimir Putin in der Ukraine tobt und nachdem ja Russland Energie als Waffe eingesetzt, übrigens schon im letzten Jahr. Deswegen haben sie im letzten Jahr schon hohe Gaspreise gehabt, weil die Speicher leer waren. Aber wir müssen es. Das heißt, wir können ein System, wo wir jetzt sagen, wir machen das alle mit einzelnen Anträgen. Ja, und da kommt dann die. Dann gucken wir uns jede Branche einzeln an. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach bürokratisch gar nicht leistbar in der Situation. Möchte ich klar sagen. Wir wissen gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob hinter dem Atelier von Herrn Friese, ob da, ich bleibe jetzt mal bei Ihrem Beispiel, ja, ich kann die Versorger wissen, was sie an Gasverbrauch oder an Stromverbrauch im letzten Jahr haben. Aber wie viele Menschen da jetzt arbeiten, wie viele Leute da wohnen, ob das ein Mehrfamilienhaus wäre, wenn es im privaten Bereich ist oder ein Einfamilienhaus ist, das wissen wir nicht. So, jetzt können wir natürlich sagen, wir wollen das alles rauskriegen. Wir könnten eine riesen Bürokratie bauen, dann sage ich Ihnen aber, dann kommen die Hilfen nicht an. Deswegen arbeiten wir gerade an einer Gas- und Strompreisbremse, die auf die Abnehmer bezogen sind. Und da ist es auch erstmal egal, ob der Abnehmer dahinter eine Opernsängerin ist oder eine Buchhändlerin oder so. Oder ein Buchladen, ja, oder ein Theater. So, das muss die Logik sein. Dann wird es keine vollständige Ersetzung der Kosten geben. Warum nicht? Weil wir auch einen Anreiz zum Energieeinsparen weiter liefern müssen. Wir können es nicht. Ja, wenn
wir sagen, wir drehen alle Heizkörper auf und da wird nicht funktionieren. Deswegen haben wir dann aber eine Planbarkeit. Und dann ist es auch wichtig zu sagen, wir sagen bei der Gas, die gab es ja einen Kommissionsvorschlag der Gaspreiskommission, die hat ja vorgeschlagen, 12 Cent im Gewerbe und im privaten Bereich, ungefähr 7% Industrie. Da kamen jetzt sofort die ersten, um Gottes Willen, wird die Industrie ja viel besser behandelt. Das stimmt nicht, weil das eine sind Bruttopreise, das andere sind Nettopreise. So, sie haben nur eine andere Abnehmerstruktur, wie das funktioniert. Kommt man ungefähr gleich hin und ich werde sehr darauf achten, als Beauftragter für Kultur und Kreativwirtschaft, aber auch als Mittelstandsbeauftragter, dass wir keine Diskrepanz haben zwischen Industrieunterstützung und zwischen Mittelstandsunterstützung. Ja, so, das sind. Jetzt wird die Ausgestaltung an den Stellen anders sein, weil auch der Beihilferechtsrahmen der Europäischen Union anders. Das ist vielleicht ein bisschen, führt jetzt sehr weit in die Wirtschaftspolitik gerade, aber diese Woche laufen jetzt die entscheidenden letzten Gespräche über den Beihilferechtsrahmen, in dem wir agieren müssen. Und wir wollen, dass die ersten Zahlungen im Dezember fließen, nämlich die Abschlagszahlung nicht getragen werden sollen und dass auch eine Unterstützung und Entlastung ist. So, das ist der Plan. Daran arbeiten wir jetzt an diesem Punkt Energiepreise. Ich wollte das nur einmal so ausführlich ausführen, damit Sie sozusagen ein Gefühl haben, wo wir da stehen, weil es soll alle helfen. Und dann trifft es natürlich auch die Kette. Dann trifft es natürlich genauso diejenigen, die Schallplatten produzieren und dann eine Stabilität vielleicht in ihren Produktionskosten haben, zumindest was. Dann haben Sie dann, es betrifft aber genauso diejenigen, die Distribution machen, die Händler und Verkäufer. Also, ne, wir gehen dann durch eine ganze Kette durch. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Jetzt habe ich schon sehr lange geredet, das tut mir leid. Ich wollte nur diesen Energiepunkt einmal versuchen, ein bisschen zu sprechen. Zusammenarbeit mit Ausschuss, sehr gerne, komme ich gerne hierher. Ich glaube, wir werden immer wieder vor der Herausforderung stehen, dass die Branchen sehr, sehr unterschiedlich sind. Das merkt man in allen Bereichen. Zu den Selbstständigen gibt es einen Ressortkreis, der hat auch schon getagt. Ich will aber auch sagen, dass wir insbesondere was die Absicherung von Selbstständigen natürlich eine sozial viele Fragen haben, die wir klären müssen. Das betrifft insbesondere Frauen in diesem Bereich, nämlich dann, wenn ich eine berufliche Karriere und beispielsweise Familie miteinander verbinde, also was die Frage von Mutterschutz oder Absicherung geht, das betrifft übrigens die Handwerksmeisterin dann genauso wie Selbstständige, die im Musikbereich sind. Ja. Ich will es belassen, sonst spreche ich zu sehr. Vielen Dank. Wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde. Ich würde sagen, eine Minute für diejenigen, die in den Fraktionen, sie müssen nicht, sie dürfen noch, weil wir gesagt haben, wenn noch Zeit über ist, kann noch mal nachgefragt werden. Aber sie können nicht noch mal in die ganze Runde Fragen stellen, dann kommen die nicht mehr zum Antworten. Das wollte ich nur voranschicken. Frau Schenderlein. Vielen Dank, Frau Butte. Noch einmal zwei Fragen an Frau Dr. Wiemann zum Thema. So geht's nicht? So? Na, machen Sie mal. So, machen Sie okay, mal. Okay, alles klar. Halten wir uns auf. Thema Schutz geistiges Eigentum, also nochmal Urheber in den Blick zu nehmen, würde mich nochmal Ihre Position interessieren. Und zweitens auch, Sie sagten, Sie sind Talenteschmiede. Was stellen Sie sich da konkret vor, vielleicht auch in der Hinsicht Förderung? Und eine Frage noch, das ging an alle, aber nur wer es beantworten kann, welche. Insgesamt, ich meine, wir haben ja noch andere Herausforderungen neben den Problemen, Pandemie und so weiter, die wir jetzt ausführlich besprochen haben. Welche Auflagen oder welche anderen Hemmnisse sehen Sie, die Sie, also wo Sie sagen, da müssen wir zusätzlich auch anpacken? Das wird schon mit der Antwortrunde nicht klappen. Frau Koss? Ich habe eine Frage. Wer das beantwortet, sei mal dahingestellt. Ich würde gern von Ihnen wissen wollen, ob Sie eine Abwanderung Ihrer Fachkräfte gerade spüren und nachfolgen können. Und wenn ja, was Sie bemerken, wo Ihre Fachkräfte hin abwandern. Da ich nur eine habe, was. Okay, die AfD nochmal. Mhm. Es gibt seit neuestem, ganz kurz, die Nachricht, dass es eine konzertierte Aktion der Bundesregierung gibt zur Informationszensur in Bezug auf die Berichterstattung zu diesem Russland-Ukraine-Krieg. Am 11. Oktober hat die Bundesregierung genau das, die Existenz eines internen Dokuments bestätigt. Das Dokument belegt, dass behördliche Einbindung oder auch Agitation zu nennen von Medien, Social-Media-Konzernen, Bildungseinrichtungen, sogenannten Faktencheckern sowie die quasi staatliche Überwachung der systemkritischen Medien ermöglicht. Jetzt habe ich eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann an eigentlich alle Sachverständige. Haben Sie persönlich eine positive Grundeinstimmung zu einer solchen Aktion der Bundesregierung, die Steuergelder ausgibt, um
diese, auch Sie, zu manipulieren, um sie gefügig zu machen, um sie linientreu zu machen. Vielen Dank. Beispielsweise zu dieser Frage. FDP, Frau Glogowski-Merten. Ja, vielen Dank. Ich versuche die Fragen ganz kurz zu stellen. Zum einen nochmal an Herrn Kellner. Die Frage nach der Internationalisierung. Die Kultur- und Kreativwirtschaft, gerade wenn wir sie als Creative Industries denken, kennt ja auch über den Tellerrand hinaus. Ist da von Ihrer Seite auch vielleicht Vernetzung international geplant oder auf europäischer Ebene? Es gibt ja auch viele Messen für Kreativwirtschaft. Und dann nochmal an Herrn Verdenhalfen ganz kurz. Sie haben gesagt, dass die Branche ja auch übergreift in andere Wirtschaftszweige. Vielleicht können Sie den Punkt nochmal herausstellen. Das wäre vielleicht ganz wichtig, nochmal zu zeigen, wie wichtig das da eigentlich ist, dass man die Kultur- und Kreativwirtschaft stärkt und dann auch damit auch die gesamte Wirtschaft, im Bereich auch insgesamt Musik und Film profitiert ja auch voneinander, aber da vielleicht nochmal ran. Danke. Danke für die Linke, Herr Korte nochmal. Danke, danke, danke. Für Bündnis 90 die Grünen nochmal. Herr Grunde. Ja, ganz eine Nachfrage an Frau Dr. Wiemann. Sie hatten das kurz skizziert. Mit der Schieflage bei der Kalkulation bei Vinyl, wenn Sie das 10 Monate vorher in Auftrag geben, wie federn Sie das ab? Ich nehme mal an, dass man es nur bedingt an die Endkonsumentin weitergeben kann. Genau, das ist schon. Und an Jan Korte natürlich, schade, dass wir uns da nicht getroffen haben. Dann hätten wir ein Bier trinken können. Vielen Dank. Bleiben 2 Minuten für jeden für die Antwort. Es beginnt diesmal Herr Kellner. Ja, ich will mal sagen, dieser Punkt Internationalisierung, wir haben ja, das ist ja auch ein Vorteil im BMWK, wir haben ja ein eigenes Referat für Auslandsmessen, Markterschließungsprogramme. Da ist ehrlicherweise die Musikindustrie zum Beispiel schon gut mit unterwegs. Also das sind Punkte, die, wo wir sozusagen direkt als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium natürlich helfen können. International heißt aber immer 2 Sachen. Das eine ist, wir unterstützen Auslandsmessen, eine Präsentation dort eine selber, aber natürlich sehen wir im zweiten Bereich, das ist das, dass wir es leichter machen, dass Menschen hierher kommen. Ja, also sozusagen, und da ist ein Punkt, der mich total umtreibt, ist, wir müssen unsere Visaverfahren beschleunigen und schneller hinbekommen. Das ist ein großes Problem, trifft immer wieder. Und vor allen Dingen auch die Frage bei, wir haben es ja mit einer sehr, sehr vielfältigen Branche oder, wenn Sie es zusammenfassen wollen, einer Branche zu tun. Sehr, sehr international, viele Arbeitskräfte. Wir haben manchmal die Schwierigkeit, dass wir in den bisherigen Gesetzgebungen die Hürden, die aufgestellt werden müssen, was sie verdienen müssen, damit sie ein Visum bekommen, dass sie sehr hoch sind. Da hat ja jetzt die Regierung, da haben wir jetzt auch nochmal als BMWK sehr viel gekämpft, dass wir das absenken, weil das hilft natürlich gerade auch einer Kultur- und Kreativwirtschaft. Also ich finde, wenn man über Internationalisierung redet, gehören beide Punkte gehören mit rein. Vielen Dank. Frau Dr. Wiemann. Sehr gerne. Genau, ganz kurz zum Urheberrecht kann ich sagen, da ist es natürlich uns auch weiterhin wichtig, dass man, wenn man irgendwelche Regelungen trifft, wieder die ganze Bandbreite der Musikwirtschaft im Auge hat. Und dementsprechend hatten wir ja auch als VOT ganz klar gefordert, dass man bei der wörtlichen Umsetzung der EU-Richtlinie bleiben soll und nicht versuchen soll, einen Sonderweg zu gehen, der eventuell ein ganzes funktionierendes Ökosystem sprengen könnte. Dementsprechend, aber da, glaube ich, würden wir in einem Extra-Ausschuss noch mal in der Tiefe drüber reden, um da wirklich mit Hand und Fuß argumentieren zu können. Wichtig ist uns wirklich, dass man wieder diese ganzheitliche Denke einfach adaptiert und damit quasi festklopft. Stichwort Talentschmiede, auch da geht es wieder darum. Ich hatte gerade schon die Initiative Musik genannt. Da ist natürlich die Förderung für Newcomer und Newcomerinnen sehr gut und sehr gut ausgereift. Natürlich geht es dann auch wieder darum, wann ist man Newcomer, wann ist man nicht mehr Newcomer, was ist notwendig für eine nachhaltige Karriere oder geht es wirklich nur um mein erstes Album und geht es so weiter? Auch da geht es dann wieder in Richtung, das haben Sie, Frau Merten, auch schon angesprochen, geht es dann auch wieder Richtung Internationalisierung. Die Frage, warum wir immer in Deutschland noch kein wirkliches Exportbüro haben, das zum Beispiel wie im Beispiel Frankreich oder Kanada oder Australien wirklich punktuell funktioniert und punktuell der Ansprechpartner auch aus anderen Ländern ist, weil man möchte ja auch Deutschland als Kulturstandort für Menschen aus dem Ausland, KünstlerInnen aus dem Ausland stärken. Dementsprechend Talentschmiede in jedem Fall wird sich auch nicht ändern.
gerne bei den Independent Labels und so weiter. Herr Grundl, Ihre Frage zum Vinyl. Natürlich lassen sich diese Preise, wenn ich heute eine Schallplatte in Auftrag gebe und die, wir sind jetzt, glaube ich, gerade aktuell bei der Release-Zeit so, April, Mai werden jetzt schon Releases angekündigt, kann ich nicht festsprechen, wie dann wirklich die Herstellung zu Buche schlägt, kostentechnisch. Ich kann es auch nicht an den Endverbraucher weitergeben, aber wir sehen jetzt schon, dass sich der Vinylpreis auf jeden Fall erhöht beim Endverbraucher, was dann wiederum mit Inflation und so weiter zusammengerät, dass ich vielleicht die Kaufkraft verliere. Weiter. Vielen Dank. Herr Ferdenhaifel. Ich möchte zuerst mal, ich will nicht emotional werden, aber zuerst mal doch die Frage der AfD beantworten. Ich vertrete hier zusammen mit den Zeitschriften und den Zeitungen 9000 journalistische Produkte in Deutschland. Keines von denen wurde jemals von der Bundesregierung oder irgendeinem anderen Politiker angegangen, dass es in irgendeiner Art und Weise berichten soll. Das ist nie bei uns im Verband angekommen und es wäre ganz sicher angekommen. Im Gegenteil finde ich es erschreckend, dass mittlerweile Journalisten in Deutschland nicht mehr ohne Security zum Teil arbeiten können, wenn sie über bestimmte Demonstrationen berichten. Und im Gegenteil, wir haben in Deutschland, denke ich, eine der freiesten und vielfältigsten Presselandschaften weltweit, die auch sehr regierungskritische Titel sagt. Das hören wir immer, sehr regierungskritische Punkte sagt, das hören wir immer wieder. Die Frage nochmal von der FDP, der Hebel, den die Branche hat, die jetzt spreche ich wieder für die K3D, in andere Branchenbereiche rein. Also ohne Architekten, keine Bauanträge, kein Bau. Ohne Schul- und Fachbücher und die digitalen Bildungsangebote der Verlage haben sie das Problem mit Bildung, mit lebenslangem Lernen und dann Fachkräftethematik. Designerinnen und Designer, wesentlicher Bestandteil Innovation aller Wirtschaftsbereiche, ohne die Wirtschaft gar nicht denkbar. Und zuletzt, Presse, Rundfunk, Telemedien sind eben Marktplätze für Meinung und Bildung und als Werbeträger zentral für informierte Verbraucherentscheidungen. Und gerade in der Krise sind sie systemrelevant und gehören zur kritischen Infrastruktur. Sie sind zentral für die Aufklärung und zwar für eine vielfältige Aufklärung der Bevölkerung. Und das leisten sie auch. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Herr Friese. Herr Friese. Ja. Ich würde gerne auf die Fachkräfteabwanderung vielleicht eingehen. Das ist natürlich dann bei den Selbstverwaltungsprojekten nicht der Fall, weil das sind die Fachkräfte, die sich halt zusammengeschlossen haben. Da gibt es keine Abwanderung. Also das ist aber auch ist zum Beispiel auch ein Thema, dass halt eben genau die Leute, die sich zusammentun, um etwas zu schaffen, die bleiben auch dabei. Also da gibt es gar keinen Grund, dann abzuwandern. Genau, und das ist halt wie bei uns zum Beispiel, gibt es auch Veranstaltungstechniker, also bei den BLO-Ateliers hat man auch einen kleinen Veranstaltungsraum. Und die sind natürlich dort und machen was und dann gibt es dann halt zum Beispiel auch dann kleine Bands, die dann dort auftreten und die wiederum, na, das ist dann wieder diese Sache bottom-up, das heißt, die können dann wahrscheinlich irgendwann dann bei euch in den Verband und haben dann irgendwann vielleicht sogar einen Labelvertrag. Aber ohne diese Orte wird es diese Bands gar nicht geben, wird die gar keiner kennen. So. Und dann noch einmal vielleicht zur Energie. Gemeinwohlorientierte Unternehmen haben natürlich schon das Brutto-Netto-Problem. Weil Gemeinnützigkeit heißt irgendwie, dass man halt eben dann eben nicht die Mehrwertsteuer absetzen kann. Das kann dann ein Problem sein. Das war es eigentlich. Okay, und Herr Forster, vielen Dank, Herr Friese. Und Herr Forster online, sind Sie noch da? Ja. Na denn, ran. So, ja, da nur eine Frage von Herrn Renner an mich gestellt ist. Na klar, jede Form von Manipulation ist zu verurteilen, jede Form von Falschnachrichten ist zu verurteilen, nur es ist schwer zu verstehen, was ist falsch. Und das ist oftmals nicht nachzuvollziehen und ist auch mit Faktenchecker nicht nachvollziehen, weil die meines Erachtens auch nicht immer richtig liegen. Wir sind hier im Kulturausschuss und wir reden über Kultur und deswegen ist es für mich wichtig. Ich glaube, wir brauchen über alle Parteien hinweg eine neue Art der Fehlerkultur. Auch Fehler mal zuzugeben, wenn man sich verrannt hat und eine Kultur des Verzeihens. Das ist wichtig. Die Probleme sind zu ernst, als dass man irgendjemand ausgrenzt. Wir müssen das alle miteinander packen. Und diese Fehler sehe ich auch in der Bundesregierung. Und ich frage Sie, Herr Staatssekretär Kellner, wenn man einerseits sagt, es gibt kein Stromproblem, es gibt nur ein Gasproblem, wenn man einerseits sagt,
wir brauchen überhaupt kein russisches Gas, wir wollen das sanktionieren, wir wollen kein russisches Öl, kein russisches Gas. Und plötzlich, wenn Herr Putin dann abdreht, sagt, hoch, wir brauchen es doch und Herr Putin ist schuld, warum die Preise so hoch sind. Es war ja eigentlich gewollt. Das ist was, was viele Leute hier, auch Musiker, nicht verstehen. Einerseits brauchen wir es nicht, aber wenn es abgeschaltet wird, dann ist es doch notwendig und soll alles an Putin liegen. Also wir sollten die Probleme ursächlich angehen und vielleicht gibt es dann andere Möglichkeiten, über den Tellerrand zu schauen. Das ist mein Plädoyer an die gesamte Runde. Dankeschön. Aber ich habe wirklich nur diese 90 Minuten mit Ihnen zusammen gehabt. Ich finde, das hat wunderbar insofern funktioniert, dass wir in zwei Frage- und Antwortrunden gekommen sind und auch sehr viele Antworten von Ihnen bekommen haben. Und ansonsten steht es ja allen Sachverständigen frei, uns immer noch direkt zu kontaktieren, was Sie ja eh tun. Und insofern kriegen wir ja dann die ergänzenden Informationen auch noch oder was Sie nicht haben sagen können wegen der Zeit. Herzlichen Dank an Sie. Und der Tagesordnungspunkt ist damit abgeschlossen. Wir gehen aber nahtlos über und wechseln hier vorne nur zu dem nächsten Tagesordnungspunkt, für den wir eine Stunde dann nur Zeit haben. Sie sehen, Kulturgutschutzgesetz eine Stunde, Kultur- und Kreativwirtschaft anderthalb Stunden. Hat er schon eine Priorität, oder? So, wir würden starten, wenn die zuständigen MdBs. Ja, keine Diskussion mehr, wir müssen jetzt beginnen. Ja, gut, das hätten Sie alles vorher machen können, dann nehmen Sie die mit rein und gut ist. Kollege, der Herr Eisenbeiß fehlt. Na, da ist er. Wunderbar, fantastisch. Herzlich willkommen. Sehr schön. Wir haben immer einen fliegenden Übergang, weil wir so wenig Zeit in diesem Ausschuss haben und in unseren Möglichkeiten zu Tagen zeitlich sehr streng limitiert sind. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
zum Fachgespräch Kulturgutschutzgesetz in der Praxis. Der BKM wird vertreten von Frau Dr. Hane, die dem Ausschuss schon gut bekannt ist. Herzlich willkommen im Ausschuss und herzlich willkommen zu den Sachverständigen und Expertinnen für das Thema, Frau Dr. Berking, Herr Eisenbeiß und Herr Villon. Richtig ausgesprochen? Fantastisch. Und neben ihm sitzt Frau Wenzler. Sie korrespondieren sozusagen nach miteinander und entscheiden, wer antwortet. Und wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir steigen auch gleich ein. Zwei, also Herr Eisenbeiß und Frau Berking, hatten dem Ausschuss auch schriftliche Stellungnahmen schon zugeleitet, sodass man also auch dazu gerne schon mit fragen kann. Sie haben 5 Minuten Zeit für ein Eingangsstatement. Darauf freuen wir uns. Und danach gibt es eine Fraktionsrunde. Und danach sind wieder Sie dran und können wieder auf die vielfältigen Fragen antworten, die gestellt werden. Wir sind sehr neugierig. Und als erstes hat Frau Berking das Wort. Also ich danke Ihnen erstmal sehr, dass Sie uns hier die Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Ich spreche für die Interessengemeinschaft Deutscher Kunsthandel. Das ist der Dachverband der Kunsthandelsverbände mit ungefähr 1000 Mitgliedsunternehmen, deckt also sozusagen den ganzen Kunstbereich ab. Wie die Museen auch, ist dem Kunsthandel oder ist es das Wesen des Kunsthandels natürlich, Kulturgüter zu bewahren und in die nächste Generation rüberzubringen. Deshalb unterstützen wir das sehr, wenn gegen illegale Raubgrabungen vorgegangen wird und das Problem in den Griff kommt. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass der Handel von Antiken nur 0,5% des Marktes insgesamt ausmacht. Diese 0,5% beinhalten den legalen Handel wie auch dazwischen befindliche illegale Stücke. Und das Hauptproblem des Kulturgutschutzgesetzes ist aber, dass es alle Bereiche abdeckt. Von der historischen Meißener Tasse bis hin zu Teppichen oder alten Meistern oder historischen Gemälden. Und das trifft die Branche hart. Deshalb brauchen wir dringend eine Entschärfung des Kulturgutschutzgesetzes. Dem Evaluierungsbericht kann ich aber eher entnehmen, dass eine Verschärfung gerade im Hinblick auf die Beweislasten angedacht ist. Und da würden wir doch sehr darum bitten, dass das nicht in die Richtung geht. Bei der Erforschung von Kulturgütern hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten ein Wandel begeben. Und zwar ein Wandel, der Museen und den Handel trifft. Man hat früher nur auf Echtheit und Zuschreibung geguckt und heute sind die Provenienzen in den Vordergrund gerückt. Der Handel muss heute aufgrund von gesetzlichen Vorgaben die historischen Verbringungsumstände erforschen. Das Kulturgutschutzgesetz verpflichtet ihn ja, Einfuhren, Ausfuhren etc. und auch die historischen Verbringungen alle aufzuarbeiten. Wir begegnen dem aber auch in anderen Bereichen, beispielsweise bei NS-Raub oder NS-Verfolgungsbedingt bezogenem Gut. Da müssen wir die Provenienzen zwischen 33 und 45 aufklären. Wir haben das Gleiche bei kolonialem Erbe. Da müssen auch die alten Vorgänge aufgeklärt werden. Wir haben das Gleiche bei Elfenbein beispielsweise, Antiquitäten, die Elfenbein enthalten, die von vor 1947 stammen. Nur die betrifft es, da muss die Einfuhr nachgewiesen werden. Das ist alles, plötzlich sieht sich der Kunsthandel in der Pflicht, historisches Unrecht aufzuarbeiten. Und das ist ihm häufig unmöglich. Die heutigen Eigentümer haben nach mehreren Besitzwechseln keine Unterlagen mehr. Wenn ein Kulturgut verkauft wird, reichen sie nicht die Verkaufsrechnung oder die Einkaufsrechnung von sich selber mit weiter mit dem Einkaufspreis. Und wie eben dargestellt, sind Ausfuhrunterlagen früher auch nicht weitergereicht worden, weil die einfach irrelevant waren. Es ging um Echtheit und um Zuschreibung. Und hier braucht der Handel ganz dringend eine Beweiserleichterung. Und zwar eine Beweiserleichterung dadurch, dass es dem heutigen Eigentümer ermöglicht wird, durch eine eidesstattliche Versicherung zu den Erwerbsumständen auch also alles zu Protokoll zu geben, was er weiß, dass er das einfach über eine eidesstattliche Versicherung tun kann. Und gleichzeitig muss die Beweislastumkehr, die wir augenblicklich zugunsten der Herkunftsstaaten haben, aufgehoben werden. Augenblicklich können die Herkunftsstaaten, ohne selber Beweise erbringen zu müssen, Rückgabe fordern. Das ist ein großes Problem. Wie mühsam diese Aufarbeitung ist, sehen wir an den Museen, die im gleichen Boot sitzen und auch Provenienzforschung betreiben müssen. Allerdings bei den Museen betrifft es ausschließlich museumswürdige Stücke. Und im Kunsthandel haben sie alles, von klein bis groß. Und die musealen Stücke sind wirklich nur ein Bruchteil. Gerade bei den unbedeutenden Kulturgütern können sie die Provenienzen aber nicht
arbeiten, weil die nicht in Auktionskatalogen oder in alten Ausstellungskatalogen drin sind, sodass Sie sehen können, dann und dann befanden die sich schon in Deutschland und sind vor den Stichtagen verbracht worden. Das heißt, wir müssen uns dringend auf die hochpreisigen Stücke konzentrieren, sonst werden ganze Bereiche wirklich unhandelbar. Es trifft nicht die kleinen Sammler, nicht die großen und reichen Sammler, sondern es trifft wirklich die kleinen Sammler. Mich ruft beispielsweise ein Auktionshaus an und an das Rückgabeforderungen gestellt worden sind. Und da sage ich sofort, geben Sie es zurück. Schon allein meine Einschaltung als Anwältin ist teurer, frisst Ihre Handelsmarge auf. Und sowieso haben Sie keine Chance, weil Sie eine Beweislastumkehr haben. Jetzt stecken Sie nicht noch mehr Geld da rein. Häufig muss ich dann trotzdem tätig werden, weil immer gleich Interpol oder LKA mit eingeschaltet werden, weil immer was Kriminelles vermutet wird. Aber das ist eben ein Problem. So werden ganze Bereiche tatsächlich unhandelbar. Insofern würde ich dringend darum bitten, dass wir zum einen bei der Beweislasterleichterung kriegen und zum anderen uns wirklich auf die Dinge beschränken, die gefährdet sind. Danke. Vielen herzlichen Dank. Herr Eisenbeiß, bitte. Ja, vielen Dank, dass ich auch hier sprechen darf. Als Vertreter des Kunsthandels schließe ich mich, ich sage mal, so aus der praktischen Sicht an. Frau Abseil betont, dass der Kunstbundesverband Unterbindung des Handels von Raubgrabungen bedingungslos unterstützt. Das KGSG und die dazugehörige Handreichung haben den Tenor nach in erster Linie den illegalen Handel mit Raubgrabungen im Blick. Hierzu sei aber angemerkt, dass die Licit-Studie der Kulturstiftung der Länder von 2020 einen Jahresumsatz in Deutschland mit Antiken von weniger als 900.000 Euro ermittelt hat. Ein Handel mit Stücken aus Raubgrabungen konnte gar nicht nachgewiesen werden. Das Kulturgüterschutzgesetz umfasst aber auch in Teilen den Handel mit Kunst und Antiquitäten, die gerade einmal älter als 100 Jahre sind, da für den deutschen Kunsthandel wichtige Herkunftsländer wie Italien oder Spanien entsprechende Genehmigungspflichten haben. Wie schon erläutert, größte Probleme bereiten Sammlern und auch dem Kunsthandel die Sorgfaltspflichten bei der Einfuhr. Paragraph 29 sagt, das Einfuhrverbot ist nicht anzuwenden auf Kulturgut, das sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes nachweislich rechtmäßig im Bundesgebiet befunden hat. Die Handreichung ergänzt, dadurch ist eine Rückwirkung der Einfuhrregelung ausgeschlossen. Gleichzeitig heißt es aber dort, es ist im Interesse desjenigen, Nachweise vorzulegen, dass sich das Kulturgut bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes unrechtmäßig im Inland befunden hat. Nach Paragraph 40 ist nicht nur den Sammlern und dessen Erben, die üblicherweise Kulturgüter über den Handel, über Auktionshäuser verkaufen wollen, auch der Handel ist dazu verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der Einfuhr zu überprüfen, da sonst ein Verkauf nichtig ist. Ausnahmen gibt es nach 32 für Kulturgut, das vor 92 aus der EU bzw. vor April 2007 aus einem anderen UNESCO-Vertragsstaat eingeführt wurde. Italienische Kunst und Antiquitäten sind seit weit über 100 Jahren in Deutschland gesammelt worden und haben Eingang in unsere Museen gefunden. Wie soll ein Erbe einer Sammlung bzw. das beauftragte Auktionshaus für einen legalen Verkauf sorgen, sagen wir im Jahr 2050, wir müssen nach vorne schauen, das Gesetz bleibt ja existent, dass die Venedig-Ansicht eines zweitklassigen italienischen Malers sich schon vor 1992, das heißt vor ca. 60 Jahren, in Deutschland befunden hat. Wenn diese Nachweise aus für je existiert haben, sind sie heute schon in der Praxis nicht mehr vorhanden. Hinzu kommt, dass kein Sammler und erst recht nicht dessen Erben jemals zur Aufbewahrung verpflichtet waren und der Handel bislang seine Unterlagen maximal 10 Jahre aufbewahren musste. Die Schwierigkeiten können Ihnen alle Provenienzforscher bestätigen. Provenienzforschung. Gleiche Probleme gelten für die Sorgfaltspflichten bei der Provenienzrecherche bei Werken vor 1945. Nach § 44 gibt es keine Grenze der wirtschaftlichen Zumutbarkeit, wenn für Kulturgut zu vermuten ist, dass es zwischen 33 und 45 Endes verfolgbedingt entzogen worden ist. Der Fall Gurlitt soll hier veranschaulichen, was dies für die Praxis bedeutet. Hier hat die Bundesregierung selber sich seit 10 Jahren engagiert. Hierzu sei bei der Sammlung Gurlitt angemerkt, dass sie in Gänze kritisch eingestuft wurde. Im Vergleich zu einem typischen Sammlernachlass mit Kunst und Antiquitäten war die Sammlung Gurlitt einfach zu recherchieren. Da Hildebrand Gurlitt ein bekannter Kunsthändler war, der nicht im Verborgenen gearbeitet hat und die Sammlung nach 1945 keine wesentlichen Veränderungen im Bestand und in der Provenienz hatte. Das Ergebnis dieser 10-jährigen Recherchearbeit zahlreicher professioneller Provenienzforschung für ca. 1600 Werke wird derzeit in der Ausstellung Bilanz im Kunstmuseum Bern vorgestellt.
Lediglich 9 Werke sind als sogenannte Raubkunst eingestuft und restituiert worden. 5 weitere wurden trotz lückenhafter Provenienz, das heißt ohne nachgewiesenen Anspruch, restituiert. Wäre im normalen Handel eigentlich so nicht ohne weiteres denkbar. Bei weiteren 23 Werken konnte die Untersuchung bis heute nicht abgeschlossen werden. Wie soll diese Arbeit der Kunsthandel stemmen? Wie soll diese Arbeit auch für kunstgewerbliche Objekte, Gullit waren hauptsächlich Gemälde, wie Porzellan und Silber aussehen, wo in der Regel kein Autor als Orientierung bei der Recherche ist und auch keine Unikate gibt und fotografische Dokumentationen vor 45 nur in Ausnahmefällen existieren? Wir handeln ca. 3000 Werke pro Jahr vor 1933. Sehr geehrte Damen und Herren, kein Kunsthändler, kein Auktionshaus möchte Werke mit ungeklärten verfolgungsbedingten Entzugshintergrund anbieten, da diese schon lange nicht mehr verkäuflich sind. Lost Art wurde 1994 von der Bundesregierung gegründet. Jeder, der irgendwas auf der Welt mit Raubkunst zu tun hat, kennt diese Datenbank. Der Datenbestand von Lost Art geht weit über die berechtigten Ansprüche hinaus, da die dort angemeldeten Ansprüche von Lost Art nicht im Sinne einer Provenienzprüfung überprüft werden. Das heißt, Lost Art selber muss nicht die Ansprüche des KGSG erfüllen und muss deswegen erst recht keine juristischen Konsequenzen befürchten. Die Überprüfung des Angebots des Kunsthandels gegen die Datenbank von Lost Art muss nach unserer Appell an die Regierung ausreichen, um den Sorgfaltspflichten zu entsprechen. Die Wertgrenzen sollten sich hierbei bei einer Überprüfung an den der Ausfuhr orientieren, da schon heute kaum ein Rechtsanwalt, der jüdische Erben vertritt, eine Restitution von Werken mit einem Wert von weniger als 50.000 Euro wegen der Wirtschaftlichkeit durchführen möchte. Vielen Dank. Es kommen Fragen, Sie sind... Ich bin auch am Ende und wollte nur noch Danke sagen. Das ist fantastisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann Herr Villon, bitte. Danke. Wir verlassen kurz den Kunsthandel. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier als Geschäftsführer vom Deutschen Museumsbund als Sachverständiger zu fungieren. Neben mir sitzt Frau Dr. Meneschke-Wenzler, Verwaltungsdirektorin im Technikmuseum Berlin. Sie ist Juristin, sehr nah an der Praxis und steht mit mir für Ihre Fragen dann zur Verfügung. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach dem Kulturgutschutzgesetz und auch nach natürlich weiteren internationalen Vereinbarungen, zum Beispiel der Haager Konvention zum Erhalt des nationalen Kulturguts verpflichtet. Und das Kulturgutschutzgesetz von 2016 hat dabei als spezifisches Ziel, den illegalen Handel zu unterbinden. Und selbstverständlich unterstützt der Deutsche Museumsbund sowohl die allgemeine Richtung des Gesetzes sowie die Spezifitäten in Bezug auf den illegalen Kulturgütertransfer. Der Deutsche Museumsbund als Stimme der Museen in Deutschland hatte damals den Gesetzentwurf in allen Punkten befürwortet und unterstützt und dabei 2 Aspekte hervorgehoben. Erstens den Begriff Kulturgut bewahrende Einrichtung. Diese neue Bezeichnung war für die Museen von entscheidender Bedeutung. Es war für uns eine zwar symbolische Anerkennung, aber immerhin im Gesetz verankert, dass professionell geführte Museen mit Publikumsverkehr als Kulturgut bewahrende Einrichtungen neu einzustufen waren. Und zweitens der Begriff national wertvolles Kulturgut. Der Deutsche Museumsbund bewertete das als positiv, dass künftig öffentliche Sammlungen komplett als national wertvolles Kulturgut unter Schutz stehen sollten. Dies war und ist ein wichtiges Signal für den Kulturgutschutz. Und wir haben uns damals gewünscht, dass die Bedeutung von Museumssammlungen in das Bewusstsein von Politikerinnen und Politikern stärker rücken würde. Heute, 6 Jahre später, können wir behaupten, dass das Gesetz die Arbeit der Museen weder vereinfacht noch eingeschränkt hat. Also was wir als positive Evaluation bewerten. Anders formuliert ist die Auswirkung des Gesetzes auf die Museen, insbesondere auf den Leihverkehr, den Antragsgenehmigungsprozess und auch die Provenienzforschung neutral. Die politische Anerkennung der sogenannten Kulturgut bewahrenden Einrichtungen, zu der Museen, Bibliotheken und Archiven gehören, bewerten wir hingegen nicht als positiv. Der Begriff kam erst kürzlich in für uns relevanten Weise auf politischer Ebene zur Anwendung, nämlich
dieses Jahr im August, als die Kulturministerinnen und Kulturminister der Länder und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sich über Maßnahmen im Kulturbereich zur Bewältigung der Energiekrise zum Gespräch trafen. Es ging dabei überhaupt nicht um Kunsthandel, jedoch aber um die Forderung gegenüber der Bundesnetzagentur, Kulturgut bewahrende Einrichtungen, also im Sinne der KGSG, als Teil der kritischen Infrastrukturen des Bundes und der Länder einzustufen. Das wiederum im Sinne eines anderen Gesetzes, nämlich des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes. Ziel dabei war der Schutz von Kulturgut bewahrenden Einrichtungen und damit ihre Energieversorgung im Notfall Gas auch bei Alarmstufe 3 zu priorisieren. Dieses Ziel ist nicht erreicht, obwohl die Einordnung von besonders bedeutsamen Kulturgut und ihrer bewahrenden Einrichtungen als kritische Infrastruktur angebracht wäre. Zusammengefasst, unsere Bewertung des Kulturschutzgesetzes im Namen der Museen liegt zwischen so neutral und zufrieden. Wir haben keine Forderungen nach Anpassungen. Was wir aber anregen möchten, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Medien, ist eine bessere Koordination zwischen Kulturgutschutzgesetz einerseits und Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz andererseits. Beide sind natürlich für die Bewältigung von Krisen wie die Energiekrise nur teilweise geeignet und beide wurden definitiv nicht für solche Ereignisse konzipiert. Dieser Mangel an Koordination hat jedoch eine negative Auswirkung auf die Anerkennung und vor allem auf die Arbeit der Museen in Krisensituationen. Unzweifelhaft ist für uns, dass er zum Selbstverständnis einer Kulturnation gehört, Kulturgut als national wertvoll und identitätsstiftend zu bewerten und Kulturgut bewahrende Einrichtungen als Teil der kritischen Infrastruktur einzuordnen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Wir beginnen mit den Fraktionsrunden. Es beginnt für die SPD Herr Lind. Ich nehme mal dieses Mikro, weil es mit dem anderen Probleme gab. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Wir sprechen ja heute nicht unmittelbar über den Anwendungsbericht in Bezug auf die Praxis, aber natürlich spielt das auch eine Rolle. Zurückblickend auf Jahre der Praxis, die nun hinter diesem Gesetz liegen, seit Inkrafttreten 2016, das ja damals mit das am heißesten diskutierte bundespolitische Gesetzesvorhaben im Bereich der Kulturpolitik war. Man kann ja, wenn man es jetzt grob vereinfacht auch sagen, dass, und in die Richtung geht ja dann auch der Anwendungsbericht und auch entsprechende Darlegung, ein weithin positives Urteil fällen, mit aber Nachbesserungen im untergesetzlichen Bereich, auch Anpassungen in Bezug auf Europa und gegenteilige Bewertungen, die das Ganze sehr kritisch bewerten, haben wir ja eben auch gehört, und die Frage der Situation des Kunsthandels und Erleichterungen in den Mittelpunkt stellen. Also durchaus sehr unterschiedliche Bewertungen, die wir im Rahmen dessen wahrnehmen. Im Koalitionsvertrag haben wir uns selbst erstmal den Auftrag gegeben, zu evaluieren und tatsächlich zu überarbeiten. Deswegen ist das heute tatsächlich auch mal, wie bei uns im Regelfall auch im Kulturausschuss, eine Anhörung mit dem Willen, nicht bestätigt zu werden, sondern auf Erkenntnis gewinnen. Vor diesem Hintergrund, dass wir also lernen wollen und interessiert sind an einer Einschätzung, komme ich jetzt gleich auch zu den Fragen. In Richtung von Herrn Villon und Frau Dr. Wenzler würde mich noch mal interessieren, dass Sie Ihren Kritikpunkt etwas präzisieren, also sagen, wieso dieses eine Ziel aus Ihrer Sicht auch entsprechender Wertschätzung und Beachtung nicht erfüllt wurde. Eine weitere Frage, die mich interessieren würde, ist, inwieweit sehen Sie auch noch Handlungsbedarf oder gibt es da überhaupt gesetzlich oder untergesetzlich Handlungsbedarf in Bezug auf neue Formen des Museums? Also dass man auch viel stärker ja nicht nur die Frage von Eigentum und Bestand hat, sondern stärker die Frage von Kooperation im Mittelpunkt stehen, national wie international. Also ist da Regelungsbedarf, weil das ja auch die Idee des Museums verändert und auch nicht zusammenhanglos ist mit der Frage von Finanzmitteln, aber auch energetische Situation und so weiter. Ein anderer Punkt, auch nochmal an Sie gerichtet. Man hat ja einen gewissen Interessenkonflikt, da auch einerseits auch den Kulturgutschutz, andererseits auch das große politische Ziel der Rückgabe und der Restitution. Es gibt auch eine Reihe von Medienberichten, die sagen, es bestünde Nachbesserungsbedarf, weil da Kulturgutschutz Restitution behindert. Würden Sie dieses Urteil teilen?
Könnten Sie dazu etwas sagen? Jetzt gerichtet an Frau Dr. Berking, könnten Sie noch mal ausführen, inwieweit Sie da sozusagen eine Fehlsteuerung sehen? Sie sagen, die Illegalität spielt hier gerade im archäologischen Bereich, aber trifft ganz andere Bereiche. Andererseits muss man ja auch sagen, dass die Frage von NS-Kunstraub durch auch die moderne Kunst trifft. Ist das tatsächlich so? Und können Sie das uns noch mal genauer erläutern? Und dann vielleicht auch noch mal Stellung beziehen zu diesen Spezialinstrumenten, die damals viel diskutiert waren, wie Laissez-Passer und Negativattest. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-CSU, Herr Heveling, bitte. Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen für ihre Beiträge. Der Kulturgutschutz ist ja einer der wenigen Bereiche, in denen BKM die originäre Gesetzgebungskompetenz hat. Und deswegen war es auch das Gesetzgebungsverfahren 2016, das BKM eben beschäftigt hat und eine breite politische Diskussion mit sich gebracht hat, wo wir ja sehr intensiv über die unterschiedlichsten Aspekte des Kulturgutschutzes seinerzeit beraten und eben auch mit dem Abschluss des Gesetzes beschlossen haben. Es ist gut und ich sehe das heutige Fachgespräch insofern auch eigentlich erst als ein Auftakt der weiteren Debatte, sich nach einigen Jahren anzuschauen, welche praktischen Auswirkungen das Gesetz tatsächlich auch konkret auf die betroffenen Bereiche hat. Denn das ist ja letztlich die Grundfrage. Das Ziel, Kulturgutschutz gesetzlich durch Maßnahmen, durch Regulatorik sicherzustellen, ist weitenteils geteilt und für gut befunden worden. Aber die einzelnen Maßnahmen, die einzelnen Regulationsschritte müssen natürlich eben auch in einem Verhältnis stehen, verhältnismäßig sein, dürfen diejenigen, die davon betroffen sind, auch nicht zu sehr mit regulativen überziehen. Und daraus folgen meine beiden Fragen. Zunächst die Frage an Herrn Eisenbeiß. Die Auswirkungen des Kulturgutschutzgesetzes auf den Kunsthandel in Deutschland mal ein bisschen einzuordnen. Also konkret aus Ihrer Sicht, welche Auswirkungen hat das deutsche Kulturgutschutzgesetz auf den deutschen Kunstmarkt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Und was müsste gegebenenfalls angepasst werden, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kunsthandels in Europa oder weltweit wieder zu verbessern oder zu verbessern? Und daran schließt sich an eine Frage an Frau Dr. Berking. Sie hatten ja wirklich schon spezifisch angerissen, an welchen Punkten Anpassungen ansetzen können, um letztlich die einzelnen Maßnahmen und Pflichten, die das Gesetz vorschreibt, in das richtige Maß der Verhältnismäßigkeit zu setzen. Könnten Sie das noch mal weiter ausführen? Welche konkreten Handlungsempfehlungen etwa bei Einfuhrgenehmigungen, bei der Frage der Beweislast aus Ihrer Sicht sinnvoll sind als Anpassungen des Gesetzes, um da zu einer verhältnismäßigen Lösung zu kommen? Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Grundl, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, für Ihre Einführungen in das Thema möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Das Kulturgutschutzgesetz verfolgt, wie schon angedeutet, ein zweifaches Ziel. Zum einen geht es darum, zu verhindern, dass national bedeutsames Kulturgut aus Deutschland abwandert bzw. verkauft wird. Zum anderen geht es darum, dass Deutschland nicht zum Markt für illegale Raubkunst wird und dass aus den Herkunftsländern illegal ausgeführtes Kulturgut an diese zurückgegeben wird. Es geht also auch um den Ruf des deutschen Kunstmarkts. Es muss aber auch darum gehen, Kulturgut zu schützen. Kulturgut, das für die Herkunftsländer von nationaler Bedeutung ist oder wie in Palmyra Welterbe ist. Sie wissen, dass nach der Zerstörung von Palmyra durch die Terrororganisation Islamischer Staat
Objekte von dort zuhauf auf dem Markt erschienen sind. Objekte von unschätzbarem Wert, die, wenn sie erst einmal in Privatsammlungen verschwinden, für die Herkunftsgesellschaften verloren sind. Und das darf uns nicht ruhen lassen, denn das hieße, dass die Zerstörung der Zeugnisse ganzer Zivilisationen wie in Palmyra oder ein Kulturkrieg, wie in Putins Soldaten gerade jetzt gegen ukrainisches Kulturgut führen, erfolgreich ist. Darum überzeugt mich das Argument nicht, dass der Antikenhandel angeblich nur einen zu vernachlässigen minimalen Marktanteil umfasst. Wir kennen, wenigstens ich, wir kennen nur Schätzungen. Auch bei der Beweislastumkehr kann ich nicht mitgehen. Ich halte es für richtig, dass bei der Einfuhr eines Kunstgegenstandes nach Deutschland, dem fünftgrößten Kunstmarkt weltweit, ein Nachweis der rechtmäßigen Ausfuhr aus dem Herkunftsland zwingend mitzuführen ist. Denn das ist eine Hürde, die den Handel mit Raubgut weniger attraktiv macht. Ich verstehe aber, dass die Sorgfaltspflichten den Handel vor Herausforderungen stellen. Ihre Kritik, Frau Dr. Berking und Herr Eisenbeiß, ist ja, dass die Sorgfaltspflichten beim Inverkehrbringen von Kulturgut, Import in Deutschland, insbesondere den mittelständischen Kunsthandel in Deutschland, besonders belastet. Deshalb die Fragen an Sie. Wie können die Vorschriften der Sorgfaltspflichten verbessert werden? Vielleicht geht es darum, präziser nachzuschärfen, damit deutlicher wird, welches Instrument welchem Zweck dient oder welche Veränderungen, Vereinfachungen in den Sorgfaltspflichten schlagen Sie vor, in Verkehrbringen von Kulturgut vor? An Herrn Villaume und Frau Dr. Wenzler würde ich gerne die Frage stellen, oder stelle ich die Frage, ist die Definition dessen, was als Kulturgut von nationaler Bedeutung einzustufen ist, präzise genug oder würden Sie sich eine Nachschärfung wünschen? Vielen Dank. Vielen Dank für die AfD. Herr Jong. Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke an die Gäste für Ihre Ausführungen. Ja, das Kulturgutschutzgesetz zielt im Kern darauf ab, zum einen den Handel mit gestohlenen oder geraubten Kulturgütern zu verunmöglichen und zum anderen nationales Kulturgut vor dem Verkauf ins Ausland zu schützen. Beide Ziele sind im Grunde zustimmungsfähig. Wir sehen aber die Bilanz dieses Gesetzes bisher doch als durchwachsen an. Archäologische Objekte zum Beispiel brauchen seit Inkrafttreten des Gesetzes einen Herkunftsnachweis und eine Ausfuhrgenehmigung des Herkunftslandes, wenn sie nach Deutschland verkauft werden. Vor allem die umfängliche Nachweispflicht, wir haben es gehört, sorgt für erheblichen Unmut im Kunsthandel. Die vorliegende Stellungnahme der Interessengemeinschaft Deutscher Kunsthandel, IDK, zeigt das auch die Ausführungen von Frau Berking heute. Denn von dieser Nachweispflicht sind eben nicht nur Antiken betroffen, sondern auch Kunstwerke der klassischen Moderne, der alten Meister etc., die ja den Großteil des Handels ausmachen. Die Regulierungsdichte hat sich damit signifikant erhöht. Wir teilen im Wesentlichen die Einschätzung der IDK, dass sich das Kulturgutschutzgesetz an vielen Stellen als unverhältnismäßig zeigt und deshalb dringend überarbeitet werden müsste. Der Evaluationsbericht der Bundesregierung vom Mai 2022 hat diesen Befund im Wesentlichen bestätigt. Der Bericht stellte nämlich erhebliche Mehraufwände aufgrund der neu geschaffenen Einfuhrregelungen und Sorgfaltspflichten fest. Vor diesem Hintergrund meine erste Frage an Frau Dr. Berking. Sie kritisieren ja die Beweislastumkehr des Kulturgutschutzgesetzes, gemäß der Herkunftsstaaten ohne weitere Nachweise die Rückgabe von Werken fordern können. Sie verweisen auf den rechtlichen Grundsatz, dass es eigentlich Aufgabe des Anspruchsstellers sei, eine illegale Ausfuhr nachzuweisen. Meine Frage, haben Rückgabeforderungen seitens der Herkunftsstaaten Ihrer Kenntnis nach seit Inkrafttreten des Gesetzes zugenommen? Wenn ja, können Sie etwas zum Umfang und zu den Objekten dieser Forderungen sagen? Dann noch eine Frage an Herrn Villaume. Ende August dieses Jahres unterzeichneten der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, SPK, und der Generaldirektor der Nigerianischen Nationalkommission für Denkmäler und Museen den Vertrag über die Eigentumsübertragung der Benin-Objekte in den Sammlungen der SPK an Nigeria. Dem ging eine sogenannte Aussonderung der betreffenden Artefakte durch einen Stiftungsratsbeschluss voraus. Damit verloren die Benin-Objekte aufgrund der Reklamierung eines dringenden Bundesinteresses, also aus politischen Gründen, ihren Status als nationales Kulturgut. Damit entfiel auch die Notwendigkeit einer Ausfuhrgenehmigung und einer Wertermittlung. Festzuhalten ist, dass ein weitgehend mit Politikern besetztes Gremium, der Stiftungsrat, der SBK, aus politischen Gründen per Beschluss Sammlungsobjekten den Status nationales Kulturgut aberkennen konnte, um diese dann
zu verschenken. Meine Frage, wie beurteilt der Deutsche Museumsbund dieses Vorgehen und gibt es eine Möglichkeit aus Ihrer Sicht, das Kulturgutschutzgesetz so zu novellieren, dass dem künftig ein Riegel vorgeschoben wird? Vielen Dank. Für die FDP, Frau Glukowski-Merten, bitte. Ja, vielen Dank, liebe Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Gäste für die Ausführungen, die sehr eindrücklich nochmal dargestellt haben, wo die Herausforderungen liegen und die unterschiedlichen Herausforderungen auch beim Kulturgüterschutzgesetz. Erhard Gründel hat in seinem Statement vorhin schon klar gemacht, dass es ja im Grunde zwei Ziele verfolgt. Die Güter, den Handel mit Raubgut bekämpfen und dann wertvolles Kulturgut schützen. Festzuhalten ist, dass Kunst einzigartig ist und keine Ware wie jede andere. Das ist in Ihren Statements auch deutlich rausgekommen. Denn anders als Güter des täglichen Gebrauchs haben Kulturgüter neben ihrem Preis vor allem einen ideellen Wert, der dann besonders hoch ist, wenn die Kunstwerke in besonderer Weise die Geschichte und Identität eines Landes spiegeln. Das Gesetz hatte vor Inkrafttreten einen Proteststurm in der Kunstszene ausgelöst und wirft auch Probleme auf, die kritisch diskutiert werden müssen. Deswegen sind wir auch heute hier zusammen. Ein zentrales Problem, das ich hier sehe, das wir sehen, ist zum einen, dass der Beweislast und dem irrsinnigen hohen bürokratischen Aufwand, das ist in Ihren Statements ja auch ganz deutlich geworden. Es ist ein Grundsatz des deutschen Rechts, dass die Beweislast dem Anspruchsteller obliegt. So muss es auch in Restitutionsfällen bleiben. Die Reglementierung, die das Gesetz vorsieht, ist ziemlich umfassend und es muss die Frage gestellt werden, ob zielgerichtete Vorschriften hier nicht sinnvoller sind. Wir wollen keine Abschaffung des Kulturgüterschutzgesetzes, aber wir wollen eine wohldosierte Reform. Und deswegen unsere Fragen an Frau Berking. Sie haben auch vorhin in Ihren Darstellungen deutlich gemacht, dass die Provenienzforschung immer weiter in den Vordergrund geht. Und wir würden gerne fragen, wie stellen Sie sich eine Konzentration des Kulturgüterschutzgesetzes auf die hochwertigen Stücke vor? Weil Sie ja da schon auch nochmal Unterschiede aufgezeigt haben. Vielleicht können Sie das nochmal näher ausführen und dann auch nochmal klarer herausstellen, wo Sie aus Ihrer Sicht die Herausforderungen und die Probleme in der Praxis sehen. Die Minute schenke ich. Vielen Dank. Die Linke ist nicht da. Da hatte sich eben entschuldigt. Dann können wir gerne in die Antwortrunde gehen. Ich würde sagen, Frau Berking, Sie beginnen einfach wieder. Noch 5 Minuten wieder. Ich habe 3 Minuten für all die Fragen. Nee. Ich versuche es schnell zu machen. Also, einmal, Herr Lind, wo ist die Fehlsteuerung des Ganzen? Die Fehlsteuerung liegt tatsächlich in dieser Überbürokratisierung. Ich hatte es ja schriftlich schon mal einfach, um ein paar Zahlen zu geben, mal gesagt, 10.000 Ausfuhrgenehmigungen, die beantragt werden und tatsächlich nur 3, die nicht bewilligt werden. Da muss man sagen, da ist irgendwie ein Fehlverhältnis und Sie haben 5.000 Einfuhren im Jahr und davon werden 16 Sicherstellungen, die dann auch nachher aufgehoben werden. Da ist also auch irgendwie eine zu hohe Kontrolldichte da. Das wäre mir ganz schön, wenn man das ändern könnte. Und betroffen wird ja immer das Eigentum. Also es ist ja nicht so, dass die Herkunftsstaaten die Eigentümer sind, sondern die Sammler sind das. Laissez-passer und Negativattest sind sinnvoll und werden gebraucht, auch wenn sie bisher sich noch nicht so ganz eingespielt haben, sind aber trotzdem sinnvoll. Herr Hebeling hatte gefragt nach konkreten Ansätzen. Das tauchte teilweise auch auf. Ich fände es schön, wie gesagt, wenn man sich auf die wesentlichen Werke konzentriert. Und das hieße Alters- und Wertgrenzen. Wir haben das ja bei der Ausfuhr, haben wir das schon. Ausfuhrgenehmigungen sind nur nach Alters- und Wertgrenzen zu beantragen. Diese Alters- und Wertgrenzen sind zu niedrig. Die haben sich an der EU orientiert, sind zwar verdoppelt worden, aber die EU-Grenzen sind auch seit 1993 nicht erhöht worden. Und Sie können sich vorstellen, mit Inflation und gestiegenen Marktpreisen sind die nicht mehr haltbar. Insofern müssen wir in der EU auf eine Erhöhung darauf hinwirken und auch in Deutschland. Wir brauchen solche Alters- und Wertgrenzen auch für die Einfuhr, dass man eben bei der Einfuhr nur bestimmte Nachweise erbringen muss. Da wäre das sinnvoll und beim Handel auch. Da haben wir wirklich eine Schwelle von 2.500 Euro. Die muss auch dringend heraufgesetzt werden. Und über solche Kategorien kann man das schön je nach Risikopotenzial aufsplitten. Herr Grundel ist auf Palmyra eingegangen. Das ist ehrlich gesagt der Stand 2016. Deshalb haben wir dieses harte Gesetz. Es hat sich nichts bewahrheitet. Wir haben nicht einen milliardenschweren illegalen Handel hier. Sie haben gehört, die Illicit-Studie hat von 840.000 Euro pro Jahr in Deutschland überhaupt Antikenhandel legal oder illegal ist die ausgegangen. Also nichts von Milliarden ist mehr die Rede.
Und das sind alles damals irgendwie nur Schätzungen gewesen. Also es gibt keinen einzigen Fall, glaube ich, behaupte ich jetzt mal so, ich habe mich auch schon versucht, schlau zu machen, von Terrorfinanzierung. Da ist kein einziger Fall, wo überhaupt in Europa, ganz Europa, ein Kulturgut verkauft worden ist. Ist zumindest mein letzter Stand gewesen. Vielleicht noch einmal kurz, die Regulierungsdichte ist zu hoch und die Probleme in der Praxis liegen tatsächlich in der Einfuhr. Also Sie haben bei der Einfuhr, haben Sie ja gar keine Wertgrenze augenblicklich. Das heißt, es werden Gegenstände sichergestellt, die vielleicht 1.500 Euro wert sind oder 2.000 Euro wert sind. Da fehlen dann Unterlagen, weil, wie ich ja schon ausgeführt habe, die Unterlagen für diese geringwertigen Stücke einfach nicht zu kriegen sind und das ist auch nicht zu erforschen. Das heißt, die Sachen werden sichergestellt, dann ruft das Auswärtige Amt in den Herkunftsstaaten an, fragt, wollen Sie das wieder haben? Und die sagen natürlich nicht nein. Warum? Also das wäre ja ein merkwürdiger Beamter, der da sitzen würde und sagen würde, ich verzichte auf die Rückgabeansprüche. Insofern werden die natürlich gestellt, die Rückgabeansprüche. Und damit sind Sie in der Falle drin. In dem Moment, wo die Rückgabeansprüche gestellt werden und Sie haben keine Unterlagen, ist Ihre komplette Sammlung enteignet. Also was heißt nicht enteignet, aber entwertet. Ich habe von Sammlern gehört, die ihre, oder von Erben, das wird ja immer von Erben eingeliefert. Das kann Herr Eisenbeiß auch bezeugen. Es sind 80% der Kunden sind immer Erben, weil nicht die Sammler ihre Sammlung auflösen, sondern die vererben es an ihre Kinder und die wollen das Zeug nicht mehr haben. Dann wird es also verkauft, die haben gar keine Unterlagen und dann werden sie die Sachen einfach nicht mehr los. Ich habe schon von einem Fall gehört, wo in Köln ein Sammler oder die Erben das einfach, nachdem sie im Kunsthandel rumgelaufen sind, in einen großen Müllsack getan haben und in eine Mülltonne getan haben, weil es eben geringwertige kleine ägyptische Geschichten sind. Da können Sie nichts mehr nachweisen. Das ist ein massives Problem. Diese Sicherstellung, die einfach völlig wertlos, also sozusagen ohne Alters- und Wertgrenzen vorgenommen werden und tatsächlich sich daran orientieren, wo die Beweislast ist. Also das ist die Schwierigkeit. Und Deutschland, fünftgrößter Kunstmarkt, also wir liegen bei 2%. Also das kann vielleicht irgendwie Herr Eisenbeiß nachher auch noch mal sagen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte. Die Rückgabeforderungen haben zugenommen, insbesondere die südamerikanischen Staaten durchsuchen systematisch alle Auktionskataloge und fordern dann zurück. Dann kriegen die Auktionshäuser ein Anschreiben, Interpol ist eingeschaltet, das Auswärtige Amt ist eingeschaltet und sie kriegen das. Und die sind total überfordert, kommen dann zu mir und das sind eben die Fälle, wo ich sage, sofort zurückgeben. Also bevor sie mich einschalten und meine Kosten noch zahlen, geben sie es einfach zurück. Und das kann nicht sein. Das sind gerade diese unbedeutende Bereiche, Randbereiche, die einfach weggeklickt werden. Wir sind nachher bei zeitgenössischer Kunst und Sneakern, so wie ich das geschrieben habe, und einigen großen Häusern. Und das ist im Kulturbereich nicht tragbar. Danke. Vielen Dank, Herr Eisenbeiß. Ja, vielen Dank. Ich darf ein bisschen anknüpfen, auch über die Fragestellung. Wo fange ich an? Kulturgut. Wir sprechen immer von Kulturgut. Es ist aber nicht Kulturgut gleich Kulturgut, genau wie Auto nicht gleich Auto ist. Und wir müssen uns im Klaren sein, also irgendeine kleine Figur hat nichts zu tun mit einer großen, bedeutenden Ausgrabungsstatue. Und man muss sich im Klaren sein. Die Handreichung schreibt, es mangelt an Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer, weil... Was wollen die denn überhaupt zurückhaben? Die wollen Museumsqualitäten zurückhaben. Aber die kleinen Grabbeigaben, die die zu Zehntausenden in ihren Museen haben, die wollen die de facto nicht zurückhaben. Der ganze Verwaltungsaufwand dafür übersteigt natürlich ein zigfaches den Wert. Also wir müssen auch bedenken, dass der ganze Handel mit Antiken ist rückläufig, nicht nur volumenmäßig, auch wertmäßig. Es ist wirklich ein völlig zu vernachlässigender Markt. Zunehmend. Dazu kommen solche Gesetze, die das Interesse verschwinden lassen. Du hast das, der Einzige, der wirklich sehr hinterher ist, ist Südamerika. Südamerika, wir haben keine Traditionen mit Südamerika, außer irgendwelche Leidigen nach 45. Nein, es gibt keine traditionellen Sammelgebiete für Deutsche in Südamerika. Deswegen ist das nur in Ausnahmen in deutschen Sammlungen vorhanden. Also das muss man bitte alles sehr stark relativieren. Und das bitte ich im Hinterkopf zu haben, dass Kulturgut nicht gleich Kulturgut ist. Der deutsche Kunstmarkt, ich hatte Ihnen vorab, ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit hatten, das zu zeigen, spielt eine marginale Rolle im internationalen Vergleich. Seien wir uns im Klaren, was wir für eine Wirtschaftsnation sind, in welchem Wirtschaftsbereich, und wir waren führend im Kunsthandel international, sind wir so in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. 2% am Welthandel.
Tendenz fallend. Von dem Brexit haben wir uns viel versprochen, weil natürlich gerade im unteren Bereich, wo wir uns eher bewegen, mehr hierher kommt wegen mangelnder, weil dann weniger Ein- und Ausfuhr anfällt. Aber nein, wo hat sich der Kunstmarkt hin verlagert? Nach Frankreich. Ich habe es Ihnen geschrieben, gerade jetzt ganz aktuell die Auktion in Paris. Der Kunstmarkt in Paris wird sich dieses Jahr verdoppeln gegenüber Deutschland. Er wird sich mehr als verdoppeln gegenüber Deutschland. Also der Vorsprung von Frankreich, gerade jetzt, wo der Markt wieder Aufwind hat, wird sich extrem in Europa nach Frankreich, das, was England verliert, nach Frankreich verlagern. Und das ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Welche Gründe? Das war das, was Herr Heveling gefragt hat. Es ist natürlich nicht nur das Kulturgüterschutzgesetz. Logischerweise ist es immer eine Vielzahl von Gründen. Das Kulturgüterschutzgesetz ist eine auch der jüngsten Entwicklungen. Wir stehen im Kunstmarkt, selbst im kleinteiligen Bereich, wir sind ja auch nur ein kleineres mittelständisches Unternehmen, in einem sehr starken internationalen Wettbewerb. Die Außensicht auf uns habe ich an dem Beispiel Sotheby's mit Richter gezeigt, aufgelistet. Es ist ein deutsches, ein Meisterwerk von Gerd Richter, was aus der Hamburger Kunsthalle gerade letzte Woche für 20 Millionen versteigert hat. Der deutsche Staat hat die Aufbewahrung, die Präsentation sich drum gekümmert, die Versicherung und für die Wertsteigerung durch seine renommierte Institution. Wo ist es verkauft worden? Es ist in London verkauft worden. Der englische Staat freut sich über die Mehrwertsteuer, über die Gewerbesteuer. Und Sotheby's verkauft in Deutschland im ersten Halbjahr in 7 Auktionen für 11 Millionen Euro insgesamt für, ich weiß nicht, 500 Werke. Da sieht man auch die Außensicht auf Deutschland, wie man den deutschen Kunsthandel schätzt. Und am Ende sind es die Deutschen, die in London kaufen, kann ich Ihnen sagen. Zu großen Teilen kaufen die Deutschen die deutsche Kunst zurück. Im Kulturgüterschutzgesetz mit speziellen sind es zum Beispiel Aufbewahrungsvorschriften. Überlegen Sie, der deutsche Kunsthandel, im Schnitt hat ein Händler 5 Mitarbeiter, hat Aufbewahrungsvorschriften von 30 Jahren. Das ist das Dreifache, was ein DAX-Konzern erfüllen muss. Das Dreifache, das Zehnfache nach der Versteigererverordnung. Und es sind nicht nur die normalen Geschäftsunterlagen, Ankauf, Verkauf. Nein, wir sollen sogar bar jeder Wertgrenze, jede Recherche, auch wenn sie ins Leere läuft, dokumentieren. Überlegen Sie, Sie müssten jede Google-Recherche zu einem Thema, was Sie hier im Hause verfolgen, dokumentieren. Jedes Buch, was Sie in der Bibliothek anfassen, was Sie in der Handbibliothek, was Sie hier in der Museumsbibliothek, wäre dann das Äquivalent bei uns, dokumentieren. Und das für Werte, der durchschnittliche Kunsthändler verkauft für 1.000 Euro. Bei uns ist der Durchschnittswert, wir gehören wirklich in Deutschland schon zur Speerspitze, ist 3.000 Euro. Unser Durchschnittsdeckungsbeitrag ist 27%. Dafür müssen wir unseren ganzen Apparat bezahlen. Da können Sie sich vorstellen, was für massive Kosten, welche Belastungen da auf uns zukommen. Ich bei mir im Haus habe 60 Mitarbeiter. Ich zahle an die Bildkunst für folgerecht fast 500.000 Euro im Jahr. Da kann ich Kunsthistoriker werden, nicht sehr hoch bezahlt. Dafür könnte ich 10 Leute an, na sagen wir vielleicht 6, 7 Leute anstellen. Da könnte ich quasi meinen Staff um 10% erhöhen. Die Amerikaner haben nicht das Thema. Das sind massive Wettbewerbsnachteile. Die Künstlersozialkasse sind für die Händler ein Riesenproblem. Die müssen für Verkäufe von amerikanischen Künstlern müssen die 3-4% abgeben an die Künstlersozialkasse. Die sind auf den Messen in New York, in Paris, stehen die nebeneinander mit ihren Kollegen aus Frankreich. Die müssen das nicht zahlen. Wir haben die höchste Mehrwertsteuer. Wie immer hat Deutschland alles, was die EU vorgibt, maximal ausformuliert. Wie gesagt, dazu gehört das Folgerecht, da gehört das Mehrwert, die Mehrwertsteuer, der Artenschutz, der Elfenbeinhandel. Sie dürfen heute, wenn Sie eine Jagdlizenz haben, 25 Kilo Elfenbein einführen. Da fällt ein Elefant um. Aber für die kleinen Netzkes aus Japan, die weit als mehr als 100 Jahre alt sind, die wiegen 10 Gramm, da fällt gar kein Elefant mehr um. Die dürfen wir nicht mehr handeln. Wir dürfen sie handeln, wenn ich dafür, die bringen 300, 400, 500 Euro und Gutachten für 100 Euro einreiche. Also insofern, das bitte ich zu bedenken, der deutsche Kunsthandel ist mit so vielen Auflagen belastet und daher kommt es zu diesem großen Wettbewerbsnachteil und deswegen ist er so abgefallen, denn Sie nehmen uns bitte nicht übel, wenn wir sagen, wir sind nicht blöder als die in England und USA oder Frankreich. Vielen Dank. Herr Biom oder Frau Wenzler? Oder wie Sie möchten. Beide. Bitte schön. Beide, danke. Zur Frage von Herrn Lind zur Koordination zwischen KGSG und ZSKG ist mir wichtig, nochmals zu betonen, dass die Anerkennung des
der Kulturgut bewahrenden Institutionen, Einrichtungen, wie es im Gesetz steht, eine zentrale Bedeutung in der aktuellen Energiekrise haben. Der Energiemangel kann erhebliche Schäden an Sammlungen kommen. Natürlich sind wir im Sinne von dem ganzen Kulturbereich dafür, dass alle Kulturinstitutionen natürlich geschützt werden und eine ordentliche Versorgung, Energieversorgung haben. Aber da müssen wir, wenn es wirklich ernst wird, darauf aufmerksam machen, dass die Sammlungen einfach erhebliche Schäden bekommen können, wenn sie nicht mit Energie versorgt werden, wenn ihre Behandlung. Und dieser Begriff kommt sehr wohl in der KGSG zustande, aber leider wird nicht nur der Begriff, die Anerkennung dieser Spezifität ist nicht genügend in der Umsetzung von der ZSKG. Das ist für uns sehr wichtig im Moment. Es geht schließlich im Sinne der Kulturgutschutz, Objekte einfach zu schützen, im Allgemeinen. Und bei der zweiten Frage zum Thema Handlungsbedarf bei der Arbeit mit Sammlungen von Museen oder bei der modernen, aktuellen Arbeit mit Sammlungen in den Museen, möchte ich nur kurz daran erinnern, was sind unsere drei Säulen des Umgangs mit Sammlungen, insbesondere wenn diese Sammlungen aus kolonialen Kontexten kommen. Es geht um drei Säulen. Diese drei Säulen sind übrigens vom Bund, von den Ländern, von den Kommunen und in der Praxis auch umgesetzt. Es geht um Transparenz. Wir sagen, was wir haben, auch wenn wir nicht genau wissen, wo es herkommt. Provenienz ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist die Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften. Das ist auch sehr zentral, um die Lösung oder eine langfristige Lösung zu finden. Und da gebe ich gerne das Wort an Frau Wenzel. Gerne. Frau Vorsitzende, verehrte Mitglieder des Ausschusses, wenn ich eingangs anmerken darf, ungefragt zur, weil es um das Thema Beweislastumkehr ging, als ehemalige Staatsanwältin. Das deutsche Gesetz kennt vielfach Beweislastumkehren, und zwar immer in den Fällen, wo Opfern genau die Beweislast nicht zugemutet werden kann. Ohne jetzt Position beziehen zu wollen, möchte ich das nur einmal anmerken. Zum Thema Interessenkonflikt, Restitution, Kulturgutschutz. Wir als öffentliche Institution oder staatlich geförderte Institution sehen uns in der Verantwortung, tatsächlich dann zu restituieren, wenn es Ansprüche anderer Nationen, die eben wertvolles Kulturgut zurückhaben wollen, das abfordern. Da sehen wir uns genauso wie in Deutschland oder als länger verlängerter Arm dessen in der Verantwortung und tun das und sehen das nicht als Verlust. Dieses Kulturgut ist nicht verloren, sondern es ist am rechtmäßigen Platz. Und wir restituieren sogar im Deutschen Technikmuseum handschriftliche Notizen eines Französischlehrers, was wir jetzt jüngst zurückgegeben haben, über das sich ein Internat unfassbar gefreut hat. Ich will nur sagen, die Dinge gehören vielleicht dahin, wo sie hingehören. Und andere Nationen haben auch wertvolles Kulturgut, was sie zurückhaben mögen. Zum Thema, ob es eine Spezifizierung braucht des Begriffs wertvolles Kulturgut. Wir haben unsere Mitglieder gefragt, über 800 Museen, kleinere Größen deutschlandweit. Das braucht es nicht. Nach 2016 leben wir mit diesem Gesetz, und es hat sich sehr herausgearbeitet, was für uns unter diesem Begriff zu subsumieren ist. Wenn Sie uns als Deutscher Museumsbund fragen, braucht es keine weitere Spezifizierung. Wir können gut damit umgehen und halten das auch gut sozusagen in der praktischen Arbeit für anwendbar. Dann war die Frage danach, ob wir das oder wie wir das bewerten, dass die SBK die Benin-Statuen zurückgegeben hat und ob ein Gremium wie der Stiftungsrat dazu befugt oder legitimiert ist. Ich will nur sagen, ich gehe von meinem Stiftungsrat aus. Da sitzen Expertinnen und Experten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die berufen sind in den Stiftungsrat, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Im Fall von Berlin sind das auch noch Menschen, die vom Abgeordnetenhaus bestätigt sind in ihrer Bestellung. Entschuldigung, die auch noch in ihrer Bestellung vom Abgeordnetenhaus, also vom Volkssouverän, bestätigt sind. Insofern halten wir die Stiftungsräte, die gesetzlich verbrieft ihre Aufgaben haben, sehr wohl in der Lage und legitimiert, über genau diese Fragen zu entscheiden. Ich hoffe, wir haben nichts ausgelassen. Ich glaube, es sind alle Fragen beantwortet.
Dann sage ich herzlichen Dank. Das ist das erste Mal, dass wir uns in dieser Legislatur damit beschäftigt haben. Das ist mit Sicherheit ein Auftakt und es wird noch mehr Beschäftigungen geben. Nicht immer nur in Form einer Anhörung im Ausschuss, sondern möglicherweise auch über Berichterstattergespräche oder Fachgespräche. Aber ich sage so, wie ich es beim vorherigen Fachgespräch gesagt habe, Sie sind ja auch frei, auf die einzelnen Fraktionen zuzugehen und sozusagen Ihre Argumente noch mal nachzuschärfen. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und bin in der glücklichen Situation, sagen zu können, dass wir ausnahmsweise mal 5 Minuten früher schließen, was uns sonst nie gelungen ist. Das ist die Zeit des Kollegen von der Linken, der nicht da gewesen ist. Ansonsten wäre es genau aufgegangen. Schließe die Sitzung, sage herzlichen Dank und einen guten Nachmittag für Sie alle noch und einen schönen Resttag.